Herzlich willkommen zum zweiten Stammtisch Lass Schnacken. Nach dem großartigen Erfolg vor 14 Tagen geht es heute eben in die zweite Runde. Für die, die letztes Mal schon mit dabei waren, die hinterher auch teilweise sehr, sehr konstruktives und positives Feedback gegeben haben. Das hat uns unheimlich geholfen. Da werde ich oder werden wir auch nachher noch drauf eingehen. Heute haben wir ja auch in der Anmeldung entsprechend reingeschrieben, geht es um das Haupt- oder große Thema Schnittstellen. Welche gibt es? Was kann man damit machen? Was bringt mir das unterm Strich? Bevor wir aber ins eigentliche Hauptthema einsteigen, würde ich gerne einmal kurz nach Ratzeburg übergeben und den Olli zu Wort bitten. Ja, also auch nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen zum zweiten Stammtisch. Der Tom hat es ja gerade erwähnt, war super vor 14 Tagen. Wir haben uns echt tierisch darüber auch gefreut, dass die Resonanz auch gut gewesen ist. Und ja, und heute ist sie ja auch gut. 19 Teilnehmer sind jetzt eingeloggt. Ja, wir hatten ja an dem letzten Stammtisch ja auch zwei Kunden gehabt, einmal den Herrn Dietz und dann einmal den Herrn Hönicke. Die hatten ja so ein paar kleine Probleme gehabt und dort haben wir die Hotline mit ins Boot genommen. Frage an den Herrn Dietz: Hat das bei Ihnen alles gut geklappt mit dem Support? Wie immer super, alles gut. Ja, perfekt. Vielen Dank. Bei Herrn Hönicke auch alles in Ordnung gewesen? Jo, alles spitzenmäßig. Ja, super. Dann werde ich auch mal dieses Feedback auch noch mal ganz gerne an die Hotline natürlich zurückgeben, beziehungsweise der Bereichsleiter, der Thomas Lohmann, ist ja auch heute als Gast, sprich als Teilnehmer mit. Er hat es jetzt mit Sicherheit aufgenommen und wird dann auch dieses Feedback mit Sicherheit an die Kollegen im Support weiterleiten. Ja, Tom, ich denke, du hattest ja auch noch so ein paar Sachen gehabt auf deinem Zettel, die wir in der Nacharbeit bearbeitet haben. Und ja, ab nach Stuttgart. Ja, genau so ist es. Vielen Dank. Wir hatten ein Gerne. paar Punkte, wo wir auch gerne Rücksprache halten wollten mit den Kollegen in der Zentrale, ob und was wir da tun können. Der erste Punkt, der angesprochen war, war das Thema Serienbriefe, vor allem im Hinblick auf das Thema Serienbriefe beziehungsweise eben per Post, das ja im Moment relativ schwierig zu filtern ist. Da wird es mittelfristig eine Programmerweiterung geben, die das vereinfacht, wo man dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt die Kunden selektieren, wo eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Vorausgesetzt, die DSGVO wurde entsprechend hinterlegt, dann kann man die ganz einfach filtern und dann über Microsoft Word, das ist wichtig, über die Funktion mit dem externen Serienbrief einfacher anschreiben und filtern. Das kommt, wie gesagt, mittelfristig. Der nächste Punkt, der noch ein Thema war letztes Mal, das ist das Thema Bestandsliste. Und zwar die Bestandsliste meiner Lagerartikel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Das konnten wir bisher nur bedingt. Auch da wird es etwas tun, wird sich etwas tun. Wir werden da eine Selektionsmöglichkeit, die wir jetzt schon haben, verwenden und die um ein Datumsfeld erweitern. Das heißt, man wird, wenn man diese Selektionsmöglichkeit ausführt, erstmal das aktuelle Tagesdatum sehen, sprich den Stand heute. Dieses Datum kann man aber dann manuell editieren, verändern und dann die Bestandsabfrage machen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass der Bestand tatsächlich dann von vor 4 Wochen ist, aber zumindest das richtige Datum steht obendrauf. Sie verstehen, was ich meine? Das werden wir kurzfristig oder mittelfristig schaffen. Alles andere, was eigentlich das Thema der Frage war, ist programmiertechnisch ein bisschen aufwendig. Da werden wir uns schwer tun. Ja, deswegen als Mittelweg versuchen wir Ihnen damit zu helfen, kommt in Kürze. Dann hatten wir noch eine Frage speziell für die Thema, für die Kunden, die viel mit Reifen zu tun haben. Es ist mühsam, immer die Reifen, Dimensionen, die Größen, die Bezeichnungen zu tippen. Auch da haben wir das aufgenommen. Wir haben das bereits schon grob diskutiert, bitten aber dann auch um ein bisschen Zeit, weil da doch einige Themen mit reinspielen, unter anderem auch Geld, sprich Kosten. Da sind wir noch dabei. Da werden wir vielleicht in einem der nächsten Stammtische nochmal ein Feedback geben. Aktuell kann ich nur sagen, wir sind dran. Der vierte Punkt, der noch auf meiner Liste steht, ist das Thema WhatsApp bzw. DSGVO in Verbindung mit WhatsApp und allgemein Online-Messengern. Da gibt es eine ganz klare Absage seitens unserer DSGVO-Expertin letztendlich auch, die sagt, mach mal nicht. Die bleibt also so, wie es ist. Da können wir uns einfach nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Da bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir da einfach so verfahren müssen wie bisher und diese ganzen Online-Messenger eben in irgendeiner anderen Form abfangen müssen. Ja, das war mal soweit das, was ich noch auf dem Zettel hatte. Falls jetzt die
Teilnehmer nicht noch irgendwas haben, was wir jetzt vergessen haben, aber ich meine, wir haben doch alles zusammengesammelt, was ein Thema war. Also nee, dann unterbrechen Sie mich jetzt. Ja, eins noch vergessen, und zwar hatte ich noch gefragt, das Zulassungsdatum, wenn man die Daten aufs Kfz-WIN übernimmt, um Ersatzteile rauszusuchen beziehungsweise einen Inspektionsplan zu machen, dann übernimmt der wohl den Kilometerstand, aber nicht das Erstzulassungsdatum. Da wollten Sie noch gucken, das ist wahrscheinlich nur eine Einstellungssache. Das ist noch was, was wir offen haben. Kein Drama, aber das ist zumindest noch offen. Okay, vielen Dank. Gut, dass Sie sagen, das ist tatsächlich untergegangen. Von welchem System sprechen wir jetzt? Wohin übergeben Sie die Daten? Wir arbeiten mit Kraft zusammen. Das heißt, ich übergebe an Kraft Digital. Kraft Digital, okay. Dann werden wir das gleich nochmal notieren. Also ich gehe raus aus meinem Kfz-Bin-Auftrag, gehe auf den Button Kraft Digital. Dann überträgt er ja an Kraft Digital. Und dann möchte ich sozusagen Inspektionsdaten erfassen oder raussuchen. Dann steht schon oben der letzte Kilometerstand. Aber das Zulassungsdatum muss ich immer eintippen und das erschließt sich mir einfach nicht. Das ist mit Sicherheit noch nicht so gewollt. Ganz bestimmt nicht. Das werden wir prüfen. Wir haben ja heute auch das Thema Schnittstellen. Das heißt, wir werden noch ein paar andere Beispiele durchgehen. Das in dem Zusammenhang gleich nochmal mit prüfen. Aber ich habe es eben schon notiert. Wir werden Sie da von den Kollegen aus dem Support zurückrufen und lassen und das prüfen. Ja, das haben wir wirklich vergessen. Bitte Entschuldigung dafür. Eins kann uns auch mal untergehen. Ja, überhaupt kein Problem. Gut. Deswegen heißt es ja auch Glas schnacken. Ich hätte noch eine Frage. Genau, deswegen schnacken wir darüber. Oder schwätzen oder wie auch immer wir das hier sagen. Tom. Gut. Sonst keine Fragen offen geblieben vom letzten Mal? Laut Hallo. Chat wohl nicht. Tom? Ja, also im Chat sind zwei Fragen aufgekommen. Einmal von den Herrn Buchmann eine Gesamtliste über alle Buchungen, über alle Artikel mit E-Cars. Und des Weiteren auch nochmal von den Christoph zum jeweiligen Buchungstag, Historie, Bestände am Artikeln. Das hat sich der Thomas schon mit aufgenommen. Also ich denke mal, da wird noch was passieren. Okay. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Ja, Frano, bitte. Geschwind eine Frage. Das mit dem WhatsApp, bezieht sich das jetzt bloß auf WhatsApp oder auch auf SMS-Nachrichten? Weil ich habe erst neulich von einem VW-Autohaus eine SMS-Nachricht bekommen, dass das Fahrzeug fertig ist. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen drüber gerätselt. Ne? Wie weit gehen wir nicht? Das Problem bei WhatsApp und Co. ist ja immer, dass die Daten nicht in Europa gespeichert werden, sondern eben über See und das ist nicht so gut. Bei SMS ist das ja anders in aller Regel, soviel ich weiß. Das heißt, das würde ich da an der Stelle mal ausklammern, ehrlich gesagt. Also da sehe ich keine Schwierigkeiten. Wird es dann irgendwann mal die Möglichkeit geben, dem Kunden per SMS Bescheid zu geben, wenn das Fahrzeug fertig ist? Oder HU-Termine etc.? Diese Möglichkeit besteht ja jetzt schon, Tom. Ach so, okay. Ja, ja, also allerdings, wenn ich mal kurz... Ja, Olli, ja, du? Bitte, Tom, Entschuldigung. Die Möglichkeit besteht tatsächlich schon, allerdings in erster Linie in Verbindung mit dem Werkstattplaner. Ja, also über das Modul Werkstattplanung haben wir die Möglichkeit, dem Kunden SMS rauszuschicken. Nicht nur damit, aber damit geht es natürlich noch einen Tick besser. Ansonsten, ja, man muss halt, es ist eine kostenpflichtige Funktion, nicht bei uns kostenpflichtig, sondern bei dem Anbieter, der die SMS dann nachher verschickt. Wenn das ein Thema sein sollte, können wir auch gerne, Frano, speziell wir dann nochmal drüber sprechen später, was dazu zu tun ist. Oder wir nehmen es einfach mit auf die Liste fürs nächste Mal und können das dann gerne nochmal mit vorstellen. Ich bin das nächste Mal wieder dabei. Das wollte ich hören. Dankeschön. Gut. Dann noch ein Punkt, den wir letzte Woche oder den ich glaube ich letzte Woche großspurig angekündigt habe, nämlich, dass wir heute eine Agenda für komplett 2021 vorstellen. Das machen wir nicht. Das machen wir ganz einfach aus dem Grund nicht, weil wir gerne auch sein möchten und bleiben möchten mit dem, was auf uns zukommt. Ja? Das heißt, wir können heute noch nicht genau festlegen, was wir im Oktober 2021 bei Lass Schnacken machen. Aber wir werden es so machen, dass immer die nächsten beiden Termine thematisch fixiert werden. Das heißt, wir wissen jetzt schon, was am 11. Februar und was am 27. Februar oder wann das dann ist, als Thema sein wird. Welche das sind, finden Sie dann zukünftig entweder auf dem YouTube-Kanal, wenn Sie das Lass-Schnacken-Video anschauen, in der Beschreibung oder in Social Media, Facebook, LinkedIn etc. Oder zumindest für die, die die reine Kfz-Win-Version einsetzen,
Da wird es zukünftig so sein, Olli, vielleicht kannst du es kurz zeigen, dass auf der Startseite von Kfz Win eine direkte Verlinkung hin zu den Terminen von Lass Schnacken entstehen wird. Hier links oben sehen wir das schon im Bild. Aktuell wird das in den reinen Kfz-Win-Versionen der Fall sein. Schauen wir mal, ob das in den Derivaten, ob das von den heute auch anwesenden Großhändlern auch gewünscht wird. Dann erweitern wir das natürlich gerne auch auf die. Und Sie sehen eben hier, das Thema für das nächste Mal ist definitiv Kasse. Ein Thema, das, denke ich, viele, viele Benutzer interessieren wird. Da spreche ich aber nachher nochmal was dazu. Das heißt, wie gesagt, hier bitte um Verständnis. Wir werden immer nur die nächsten zwei Themen veröffentlichen und alles andere schauen. Was entwickelt sich? Was tut sich? Was können wir vielleicht aktuell noch anpassen? Aber die Themen, die hier im Hintergrund noch zu sehen sind, Sie sehen, vergessen oder weggewischt haben wir sie nicht. Wir haben sie notiert. Wir werden sie thematisieren, aber eben zum entsprechenden Zeitpunkt. Ja, das auch noch als Nachlese zum Stammtisch von vor zwei Wochen. Heute haben wir ja das Hauptthema, das Leitthema Schnittstellen und möchten da einfach jetzt mal ein paar Varianten zeigen. Man muss das grundsätzlich so vorstellen, eine Schnittstelle ist ja eine Verbindung von einem Programm zu einem anderen, wo in allen Daten ausgetauscht werden, mal mehr, mal weniger. Viele von Ihnen nutzen die auch schon sehr ausgiebig, andere eher rudimentär. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen das einfach mal mit in den Fokus bringen, damit eben alle, die diese Möglichkeiten haben, sie auch wirklich effektiv einsetzen können. Das mal so weit zur Vorrede. Vom Prinzip her reden wir, wenn wir von Kfz-Win reden, von drei Schnittstellen, Varianten. Die erste Variante, das sind in unserem Sprachgebrauch die Schnittstellen zu Redesign-Katalogen. Das weiß natürlich kein Mensch, was das ist, inklusive mir. Deswegen einfach mal ein bisschen genauer. Wir sprechen von einer Schnittstelle zum Webcat von Neimke, zu einem Webcat von Wessels Müller, WMCAT Online. Wir sprechen von Starkes Web. Wir sprechen von Hess Spektrum Online und wie sie alle heißen. Das sind für uns Redesign-Kataloge. Mit denen werden wir jetzt auch beginnen. Im nächsten Schritt dann zeigen wir die Schnittstellenmöglichkeiten zu der technischen Variante Smart Client. Auch eine Entwicklung aus dem Hause Topmotive. Das heißt, da werden dann als Beispiel Programme angesprochen wie der WMCAT Smart Client oder Starkes S oder Spektrum Live oder Neimke Online oder der Hawk oder wie sie auch alle heißen. Hier auch bitte gleich, bitten wir gleich um Ihr Verständnis. Wir können heute nicht jeden Großhändler hier zeigen. Wir nehmen immer einen als Beispiel. Wir wechseln sie natürlich auch. Aber wir nehmen immer nur einen als Beispiel, um die Variante, um die Funktion zu zeigen. Der Rest, denke ich, den muss dann jeder für sich selber adaptieren. Ja, und als dritte große Schnittstellenvariante nenne ich es einfach mal nur Next. Mit Next können Sie vielleicht jetzt gar nicht so viel anfangen, aber Next ist unsere interne, Topmotive interne Bezeichnung für die neue Katalogwelt, die wir seit ungefähr anderthalb Jahren am Markt haben, mit der wir, so sind wir der festen Überzeugung, einen Riesenschritt gemacht haben im Vergleich zu all dem, was es vorher gab. Und zu Next und den Varianten gehört zum Beispiel WMCAT Plus. Starkes 4.0, Neimke Bullcut und Dolphin oder wie sie heißen. Ja? Nur als Beispiel, auch dafür werden wir eine Variante zeigen und jeweils immer mit den Informationen für Sie, was können die oder was können die vielleicht, was Sie noch gar nicht wissen. Ja? Das mal als grober Plan für das Hauptthema. Der Olli wird jetzt da gleich ein paar Beispiele zeigen dafür. Auch hier gilt wieder, wenn Fragen sein sollten, wer sich traut, macht das Mikro an. Alle anderen schreiben es in den Chat, den ich jetzt im nächsten Schritt ein bisschen verfolgen werde. Und dann schauen wir mal, ob was für Sie dabei ist. Viel Spaß dabei. Ja, also, Tom hat ja gerade angesprochen gehabt bezüglich dieser Schnittstellen. Aus dem Kfz-Win heraus fange ich jetzt erstmal mit der sogenannten Redesign die Schnittstelle an. Über den ganz normalen Bereich, über die Belege zum Beispiel. Da kann ich ja starten, wie Sie alle das kennen. Ein Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferscheine, etc. Ich starte einfach mal über das Angebot, werde ein neues Angebot erstellen, suche mir natürlich den Kunden raus, dann nehme ich mal meinen reiner Zufall, gehe auf die Position und dann hier unten ja auf den Button Import. Dann öffnet sich ja entsprechend die Katalogsysteme im oberen linken Bereich. Und dort sollten dann auch die entsprechenden Schnittstellen eingerichtet sein. Wie zum Beispiel
WM-CAD Online, der sogenannte Webkatalog, also das Modell Redesign. Dort gehe ich dann auf den Bereich Start. Dann wird auch hier der Webbrowser natürlich gestartet. Die Zugangsdaten sollten natürlich selbstverständlich eingetragen sein. Und von hier aus wird dann auch das Fahrzeug vom Kfz-WIN übergeben. Unten links einsehen und gehe jetzt nochmal bei und suche mir meine Ersatzteile. Entweder hier oben über die Fahrzeuge oder auch hier über die entsprechenden Baugruppen. Das ist ja jedem Anwender ja selbst überlassen. Ich gehe mal in diesem Beispiel jetzt hier auf Bremsanlage zum Beispiel. Ja, auch hier natürlich die Möglichkeiten von der ganzen Filterung halt her. Und da gehe ich jetzt mal auf Bremsbelagsatz und Bremsscheibe und nehme mal das Beispiel Bosch und auch Vorderachse. Ja, einige kennen das mit Sicherheit aus den Katalogen ja auch und kann von hier aus auch meinen Artikel wie auf dem herkömmlichen Wege auch in den Warenkorb ablegen. Das mache ich mal. Ja, bekommen die Information hier oben angezeigt, dass dieser Artikel dann in den Warenkorb abgelegt worden ist. Was hier natürlich nicht der Fall ist, dass hier entsprechend die Arbeitswerte gleich mit angezeigt werden. Die müsste ich mir dann separat aus diesem Katalog raussuchen über diesen Bereich Arbeitswerte hier. Das lasse ich jetzt aber mal außen vor. Es geht ja nur um das Prinzip, wie komme ich aus dem Kfz-WIN auf den entsprechenden Katalog. So, wenn ich jetzt alle meine Ersatzteile ausgewählt habe, dann lege ich wieder den Katalog einfach über die Taskleiste, also minimiere das Ganze und gehe jetzt wieder im Kfz-WIN auf die Schnittstelle Import. Das ist wichtig, ja, damit wir von hier aus wieder auf den Katalog in den Warenkorb zugreifen können. Ja, das dauert einen kleinen Augenblick. Ab. Jetzt kommt der Vorführeffekt. Na? Ich gehe noch einmal kurz im Import. So, jetzt hat er natürlich tatsächlich mir einen kleinen Fehler gemacht. Da ist er abgelegt. Okay, um das vielleicht einmal ganz kurz zu überbrücken, während Olli schaut, woran es liegen könnte. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was kann eine Schnittstelle aus Kfz-WIN zu einem Redesign-Katalog? Wir haben es gesehen, aus Kfz-WIN werden die angelegten Fahrzeugdaten übergeben, sprich die KBA-Nummer. Das Fahrzeug ist hier im Katalog, egal mal welchem, bereits identifiziert. Ich habe dann die Möglichkeit, hier wie gewohnt auch Teile rauszusuchen, um sie zu bestellen oder auch erstmal nur zu prüfen, wie sie verfügbar sind. Die Teile in den Warenkorb zu legen, die Arbeitswerte hinzuzufügen und diesen Warenkorb, den ich im Redesign-Katalog erstellt habe, dann, außer heute, in den Beleg zurück zu übernehmen. Ja, das ist also der grobe Inhalt einer Schnittstelle zu einem Redesign-Katalog. Warum die jetzt gerade nicht hundertprozentig funktioniert, wäre noch zu prüfen. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht nach hinten verschieben und erstmal mit der Smart-Client-Variante weitermachen. Sie sehen es. Nee, das ist tut mir leid, muss ich prüfen. Ich weiß jetzt, heute Nachmittag hat es geklappt, kurioserweise. Okay. Wir machen ja immer vorab ja auch einen Test, aber kommt nicht gut, an. Wie gesagt, das ist der Beweis dafür, dass es eine Live-Vorstellung ist. Wir arbeiten dran. Vielleicht können wir es hintenher noch anschieben. Ansonsten, ich denke mal, diese Variante kennen wirklich schon viele von Ihnen, weil die ist ja nun nicht ganz neu am Markt. Okay. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach gleich hier in dem offenen Beleg. Ja, wie man den Beleg angelegt hat, haben Sie schon gesehen. Das heißt, wir würden jetzt gleich die nächste Variante einer Schnittstelle zeigen, jetzt in dem Fall zu einem Smart Client. Der Weg ist vom Prinzip her derselbe. Geöffneter Beleg, dann der Klick auf Import. Und jetzt sehen wir hier in unserem Beispiel Spektrum Live der Firma Hess. Wir wählen diesen Katalog als Beispiel aus. Wenn der bereits geöffnet ist, wie in unserem Beispiel, geht es natürlich auch Übernahme. Auch hier ist es wieder so, dass Fahrzeugdaten übergeben werden aus Kfz-WIN, aber hier an der Stelle sogar schon erweitert um weitere Daten, also einmal ein Kilometerstand vielleicht oder auch Kundendaten, ganz wichtig, ja, ein Motorcode möglicherweise.
Hier sehen wir also schon mal einen kleineren, einen mittleren Mehrwert, weil einfach mehr Daten in den Katalog übertragen werden, was für uns natürlich den Vorteil bietet, wenn wir jetzt hier einen Inspektionsplan drucken würden, stehen diese Daten schon drauf und da in aller Regel, um auf die Frage zurückzukommen, auch mit der Erstzulassung. Aber wie gesagt, das prüfen wir noch. Olli, kannst du gerade mal übernehmen wieder? Ja, jetzt genau, danke. Ich wähle jetzt mal hier den Bereich Filter aus. Ja, auch hier im Prinzip diese ganzen Symbole, wie schon im Redesign, sind sie auch hier in dem im Smart Client hinterlegt. Ja, auch hier gehe ich dann jetzt mal in den Bereich, auch hier natürlich die Möglichkeit, wieder auf einzelne Produktgruppen zu filtern und wähle mir dann meine Artikel aus. Und dann nehme ich mir jetzt mal hier diesen Ölfilter, packe den in den Warenkorb rein, kann hier unten links entsprechend auch noch gleichzeitig den Arbeitswert auswählen. Das wird hier in diesem Bereich sofort mit angezeigt zu diesem Artikel, also artikelbezogene Arbeitswerte. Mit einem Doppelklick wähle ich diesen aus. Da ist der Warenkorb zu sehen, damit mir signalisiert wird, jawohl, ich habe diesen Arbeitswert in den Warenkorb abgelegt. Ja, jetzt mache ich das mal mit dem Luftfilter. Auch das mache ich einmal. Auch hier wird mir der Arbeitswert wieder angezeigt. Und habe ich jetzt alles ausgewählt, dann lege ich auch hier einfach den Smart Client in die Taskleiste ab. Und zwischenzeitlich hat sich natürlich, als ich auf die Schaltfläche Spektrum Live geklickt habe, ist auch diese Schnittstelle gestartet. Und diese Schnittstelle guckt permanent in den Warenkorb im Smart Client rein und holt sich die Daten hier entsprechend hinein. Ja, was kann ich hier noch machen? Im Prinzip kann ich jetzt hier nochmal abgleichen, ob alles okay ist und gehe dann einfach hier unten rechts auf die Schaltfläche übernehmen. Und jetzt werde ich gefragt, ob der Warenkorb im Smart Client gelöscht werden soll. Wenn es sich natürlich in diesem Beleg nur um ein Angebot handelt, dann kann ich natürlich löschen. Wenn ich die Teile natürlich noch bestellen müsste, dann sage ich nein, nicht löschen, weil ich dann vielleicht im Anschluss den Warenkorb bestellen möchte. In unserem Fall lösche ich ihn jetzt einfach. Und im schnellen Schritt sind dann auch die entsprechenden Ersatzteile importiert worden. Ja, Tom. Gut, also da haben wir hier schon mal wieder einen Teil gesehen. Kurz noch zur Vervollständigung. Sowohl im Smart Client als auch im Redesign kann ich nicht nur Ersatzteile übernehmen, sondern wie wir es jetzt hier auch wirklich gesehen haben, auch entsprechend immer die Arbeitswerte mit dem kleinen Unterschied, dass ich sie im Redesign eben manuell noch etwas mehr mit mehr Klicks auswählen muss. Im Smart Client werden sie mir direkt mit angezeigt. Aber vom Prinzip her wird der komplette Inhalt des Warenkorbs übernommen. So, jetzt könnt ihr natürlich jetzt sagen, okay, das ist dasselbe wie vorher beim Redesign. Dem ist aber nicht so, weil in der Variante Smart Client bietet die Schnittstelle durchaus noch weitere Funktionen. Und dazu, denke ich, Olli, wirst du jetzt nochmal direkt in den Smart Client hineinwechseln, um uns da noch die eine oder andere Funktion zu zeigen. Ja, also ich wechsle mal wieder in den Smart Client rein, in dem Falle von Hess. Jetzt gibt es natürlich auch hier noch die Möglichkeiten, also hier haben wir schon die Möglichkeit, aus dem Smart Client auf Daten vom Kfz-Win zuzugreifen. Und dazu haben wir zum Beispiel hier auf der linken vertikalen Menüleiste das Symbol vom Kfz-Win oder auf Effizienz-Win. Das ist im Prinzip bei der Firma Hess so gelistet, kann man jetzt hier anwählen. Ich bekomme dann die Möglichkeit, entweder hier im linken Bereich oder auch hier oben im oberen Bereich zu schauen, ob ich ein Kennzeichen suche oder vielleicht sogar schon eine bestehende Belegnummer über ein Angebot zum Beispiel oder halt ein Kundenname. Ja, das kann ich dann auch gerne machen. Auch hier nehme ich mal wieder meinen reinen Zufall, bestätige und just in diesem Moment greife ich auf die Datenbank aufs Kfz-Win zu. Ja, und was wird mir hier angezeigt? Hier wird mir der Kunde angezeigt aus dem Kfz-Win. Sollte dieser Kunde noch offene Belege haben, ob das nun ein Angebot ist oder ein Auftrag oder ein Lieferschein, das wird mir dann sogar hier unten angezeigt. Und nun kann ich für mich selber entscheiden, möchte ich auf einen bestehenden Beleg weiterarbeiten und noch weitere Ersatzteile hinzufügen und auch Arbeitswerte, dann gehe ich einfach bei und markiere diesen Beleg hier und kann dann unten rechts auf die Schaltfläche Beleg bearbeiten anwählen. Das merkt sich das System. Und dann kann ich ganz normal Artikel
wieder heraussuchen, meine Arbeitswerte heraussuchen, in den Warenkorb ablegen und kann dann diese Daten auch wieder transferieren ins Kfz-Win. Und das ist natürlich schon ein weiterer Vorteil. Wenn ich mich jetzt aber entscheide, nein, ich möchte vielleicht später einen neuen Beleg erstellen, dann gehe ich einfach bei, gehe hier auf Fahrzeug übernehmen oder aber auch hier im mittleren Bereich auf die rechte Schaltfläche Fahrzeug übernehmen. Das ist im Prinzip der gleiche Weg. Ferner haben wir noch die Möglichkeit Artikelhistorie. Und das ist eigentlich das Spannende dabei. Wir können im Prinzip hier, wenn wir eine Rechnung erzeugt haben zu diesem Kunden, dann kann ich auch schon auf die Artikelhistorie zugreifen aus dem Kfz-Win. Da wird mir angezeigt, welchen Artikel habe ich schon verbaut, bei welchem Kilometerstand, in welcher Rechnung, also wird mir die Belegnummer angezeigt. Ja, das sind so Sachen, die werden mir hier schon angezeigt. Und das ist natürlich ganz toll. Wir machen mal Folgendes. Ich werde jetzt einfach mal beigehen, das Fahrzeug übernehmen. Jetzt wird das Fahrzeug wieder ganz normal in den Teilekatalog geladen. Der Tom hat schon erläutert, da werden uns noch mehrere Daten angezeigt. Das heißt, die Daten, die jetzt hier farblich hinterlegt sind, das sind Daten, die holen wir schon aus dem Kfz-Win heraus. Die Daten, die keinen farblichen Hintergrund haben, das sind die Daten, die aus dem Katalog ausgelesen werden anhand der KBA-Nummer. Ja? Ja, nun kann ich wie gewohnt ganz normal Ersatzteile raussuchen. Auch hier gehe ich jetzt mal ganz schnell in die Bremsanlage rein. Bremsanlage ist kurioserweise bei uns Trainern immer das spannende Thema. Erarbeite gerade noch ein bisschen hier, zack. Ja, und dann nehmen wir mal Bosch zum Beispiel. Ja. Vielleicht bin ich jetzt auch mit dem Klicken ein bisschen zu schnell. Na, in der das Ruhe liegt die Geduld. So, was fällt uns jetzt noch auf hier? Und jetzt kommt ja auch das Spannende in diesem System. Wenn ich zu einem späteren oder einem frühen Zeitpunkt schon mal Ersatzteile verbaut habe, das heißt, eine Rechnung hat existiert, ja, das kann ich im Prinzip an der erweiterten Verfügbarkeitsanzeige hier sehen. Das Kreissymbol kennen Sie alle mit Sicherheit, die mit dem Smart Client arbeiten. Das ist hier die Verfügbarkeit bei meinem Großhändler. Für diejenigen, die mit dem Kfz-Win arbeiten und die Schnittstelle hier auch sauber eingerichtet ist, die müssten dann hier noch ein Quadrat sehen. Ja, in diesem unteren Artikel ist jetzt zum Beispiel die Farbe grau hinterlegt. Das heißt, dass dieser Artikel im Kfz-Win unbekannt ist. Ist er gut? Tom, hast du was gesagt? Nein, Entschuldigung. Okay. Wenn der grün ist, dann signalisiert mir das System an, den habe ich selber noch auf Lager. Wird er rot sein, dann habe ich ihn nicht auf Lager. Und nun ist hier noch ein weiteres Symbol in meiner Verfügbarkeitsanzeige zu sehen. Tom, was hast du gesagt? Zirsch, ne? Oder wie war das? Also ich glaube, diese Funktion ist deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit, als die Hirschfunktion bekannt. Oder Hirschfunktion, ja. Also für mich war sie neu gewesen, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, wenn ich mich jetzt raufbewege mit dem Mauszeiger, ja, dann bekomme ich dort noch Informationen angezeigt. Wie zum Beispiel, dass ich selber noch 5 Stück von diesem Ersatzteil selber auf Lager habe. Und es wird mir der Lagerort sogar angezeigt. Und dass dieses gewählte Fahrzeug schon mal bereits an diesem Fahrzeug verbaut wurde, weil im Kfz-Win dazu eine Rechnung existiert. Und das ist ja wirklich gerade das Spannende dabei. Ja, also kann ich von hier aus wieder ganz schnell beigehen und sagen, jawohl, ich packe mir diesen Artikel wieder in den Warenkorb, weil ich habe ihn ja schon mal bei diesem Fahrzeug verbaut. Ja, und das Gleiche mache ich auch hier bei der beim Bremsbelagsatz. Vorher nehme ich natürlich noch hier schnell meinen Arbeitswert mit rein. Zack, auch das mache ich nochmal. Bremsklötze vorn erneuern. Und schon habe ich ja die Ersatzteile, die schon mal verbaut gewesen sind, wieder abgelegt in den Warenkorb und kann dann wieder gerne zurückwechseln oder könnte zurückwechseln ins Kfz-Win. Das will ich jetzt aber natürlich nicht, weil wir ja eine, wo ist er nun? Blind, da. Weil ich ja von hier aus dem Smart Client, die Funktion aufgerufen habe, geh ins Kfz-Win und hol mir die Daten hier rüber. Und jetzt genau
will ich aus dem Smart Client einen Beleg erstellen, der dann wiederum in Kfz-Win angelegt wird. Dazu gehe ich auf der vertikalen Menüleiste auf das Warenkorb-Symbol. Ich sehe jetzt nochmal meinen Warenkorb, im oberen Bereich die Ersatzteile und im unteren Bereich meine Arbeitswerte. Ja, jetzt kann ich ja hier unten noch den Haken setzen, dass zum Beispiel die Kalkulation erfolgen soll bezüglich der Verbundarbeitszeiten und kann jetzt hier unten über diese Schaltfläche DMS, Dialer Management System, kann ich jetzt anwählen und nun werden mir dort drei Belegtypen fett hinterlegt. Das ist das Angebot, der Auftrag und der Lieferschein. Und genau an dieser Stelle kann ich mich jetzt entscheiden, was für einen Beleg möchte ich denn jetzt erstellen. Ich gehe jetzt bei und sage, ich möchte einen Auftrag erstellen. Wähle ich an und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist der Beleg im Kfz-Bin angelegt und jetzt werde ich auch gefragt, ob ich jetzt hier den Warenkorb löschen möchte oder halt nicht. Ich lasse ihn mal auf Nein, möchte ich nicht löschen. Und jetzt kann ich ins Kfz-Bin wechseln. Ich hatte ja hier vorher noch mein Angebot offen gehabt. Das werde ich jetzt einmal beenden. Das speichere ich auch gerne ab und wechsle hier oben über die Option Aufträge. Und siehe da, da ist mein Beleg, den ich aus dem Smart Client erstellt habe. Kann ich auch gerne nochmal öffnen. Da sind meine beiden Arbeitswerte und meine beiden Ersatzteile. Und Sie sehen, es ist kein Hexenwert. Und damit kann ich unwahrscheinlich viel Zeit einsparen. Und das ist halt das effektive Arbeiten Kfz-Win in Verbindung mit dem Katalog. Tom, ich denke, ich bin soweit durch mit diesem Bereich. Hast du noch was zu ergänzen? Vielleicht noch kurz die Erklärung, warum die Hirschfunktion Hirschfunktion heißt. Wenn du nochmal zurückgehst mit in den Katalog, das ist natürlich jetzt eher ein Insider. Mit Hirschen hat das relativ wenig zu tun. Nur für mich als Blindschleiche sieht dieses Symbol, was der Olli da angesprochen hat, von weitem aus wie ein Hirsch. Das ist der einzige Hintergrund. Ich glaube, es ist eigentlich ein Fahrzeug mit einem Schraubenschlüssel, aber es ist aus meiner Sicht ein Hirsch. Das ist der ganze Scherz an der Sache. Mehr ist das nicht. Aber wir haben eine Frage im Chat, die ist uns viel, viel wichtiger. Und zwar, ich nutze den WMK Plus, da sieht man nicht den Lagerbestand. Herr Heuschreiber, WMK Plus, meinen Sie jetzt die Redesign-Variante oder die Next-Variante? Ja, da muss ich mal kurz reingehen. WMK Plus ist der neue Katalog. Das heißt, wir zeigen das ja gleich mit dem Starkes 4.0. Ja, ja. Kleinen Augenblick Geduld, Herr. Live beantworten. Herr Heuschreiber, ja, geht gleich weiter. Gut, trotzdem nochmal die Frage an alle Teilnehmer. Gibt es zu der Frage, zum Thema Smart Client, zu der Funktion der Schnittstellen noch Fragen? Da kommt was in den Chat. Kurze Frage. Wenn wir importieren über die Schnittstelle und die Arbeitswerte unten und die Ersatzteile oben im Auftrag, mit welchen Mitteln kann man da die Reihenfolge ändern? Ja, ich bin jetzt schon einmal... Also das ist eine Frage hier in der Kfz-Bin-Ansicht. Genau. Ja, hi. Es geht darum, wir importieren schon eine Zeit lang über den Smart Client und wenn ich es importiere, dann haben wir halt bei uns in der Rechnung oben die Artikel und unten dann die Arbeitswerte. Wir haben das auf unseren Aufträgen aber gerne so, dass die Arbeitswerte oben stehen und unten die Artikel. Ja, da gibt es bestimmt einfach nur einen Klick irgendwo, den wir setzen müssen, damit die Reihenfolge geändert ist, oder? Genau. Sie sehen jetzt ja meinen Bildschirm und wenn Sie jetzt mal unten rechts in die Ecke schauen, was da so Schönes gibt. Na, sehr schön. Ja, das gibt es aber bestimmt schon gefühlte, also ich bin jetzt knappe 10 Jahre bei Topmotive und seitdem gibt es diese Funktion auch schon. Ja, perfekt. Dann ist das, hat sich ja schon erledigt. Sehen Sie, so schnell geht das manchmal. Schon wieder schneller was gelernt. Hat es schon wieder gelohnt. Ja, genau, schneller als Haare schneiden. Heutzutage. Alles klar, danke schön. Ich hätte auch mal noch eine Frage. Bitte, gerne. Und zwar, ich habe die ganze Sache jetzt gerade mal mir angeguckt und versucht das gerade, aber bei mir erkennt er, wenn ich auf diese Zeichen gehe, also ich bin schon im Smart Client drin und gehe auf diese blaue Zeichen unten links, wo ich dann oben die Nummernschild einnehmen kann oder den Namen. Ja. Und da ist egal, wo ich was einhebe, bei mir erkennt er keine Autos da oben. Also gibt da zwar was ein, aber passiert nichts.
Ja, das kann unter Umständen sein, Herr Hönicke, dass bei Ihnen diese Schnittstelle nicht sauber eingerichtet worden ist. Das heißt, es muss dort nochmal eine Registrierung durchführen. Wir nehmen das mal mit auf. Und wenn das dann auch nochmal über den Support durchführen lassen, damit Sie dort auch die entsprechende korrekte Arbeitsweise mitmachen können. Okay. Gut. Können wir sonst noch im Bereich Smart Client Fragen klären? Es gab eine Frage vorher noch, die jetzt nicht wirklich zum Smart Client gehört, aber die wir trotzdem gleich mit aufnehmen wollen. Und zwar die Dame fragte, ob es eine Schnittstelle zu Audanet gibt. Da habe ich zwischendurch einfach mal heimlich Rücksprache gehalten mit unserem direkten Chef und er sagt, da tut sich was, warten wir mal 2021 ab, vielleicht können wir Ihnen da eine positive Mitteilung machen. Im Moment gibt es noch keine Schnittstelle, aber offensichtlich tut sich da was. Das ist das, was ich im Moment mal so hinter vorgehaltener Hand mitteilen darf. Übrigens, wir werden am Ende des Hauptthemas noch eine Liste anzeigen, einblenden mit den Schnittstellen, die wir aktuell anbieten, zumindest die allerwichtigsten sollten da drauf sein, Ihnen anschließend auch noch einen Link schicken zu dieser Liste, wo Sie die jederzeit später nochmal aufrufen können, dann können Sie gerne nochmal nachschauen, ob da noch irgendwas dabei ist, was Sie eventuell auch noch verwenden können. Das kommt dann, wie gesagt, am Ende des Hauptthemas. So, da kommt noch was rein. Genau. Gleiche Probleme habe ich auch. Okay. War nur wahrscheinlich bei mir auch, als wir damals KFZ-Bin eingerichtet ist diese Funktion im Katalog noch nicht mit dem Hirsch, deswegen hast du das wahrscheinlich nicht drin. Wir notieren das mit. Olli ist, glaube ich, da der schon dabei zum Schreiben, der Rückruf kommt. Ich habe noch eine andere Frage. Wie unterbinde ich den langen Positionstext im Kfz-Win? Also diese Umfasstexte, die Beschreibung dessen, was der Mechaniker tut? Richtig. Da gibt es Einstellungen dafür, womit man das unterbinden kann. Ist das für andere auch interessant? Dann würden wir es vielleicht ganz kurz zeigen. Also um diese Texte, die der Olli hier gerade zeigt, ne? Diese langen Beschreibungstexte. Ich persönlich finde sie sehr, sehr gut. Nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt oder tue Gutes und rede darüber. Je mehr auf der Rechnung steht, desto besser kann ich den Preis rechts unten verkaufen. Aber nicht alle wollen das. Deswegen gibt es natürlich eine Möglichkeit, das abzuschalten. Dazu müsste man aber einmal zurück in den Smart Client wechseln. Egal welchen, egal welche Farbe der hat. Dann haben wir jetzt neu geschaut, noch nicht allzu lange rechts unten die Möglichkeit hier auszuwählen, im Warenkorb nur Hauptarbeiten anzeigen, setzen wir den Haken hier und übernehmen die Positionen dann werden nur diese Haupttexte übergeben, der ganze Rest fällt an der Stelle unter den Tisch. Ja, man kann das auch pauschal einstellen, dass das immer so ist. Ich bin aber der Meinung, es ist schon ganz gut, die Wahlmöglichkeit zu haben, deswegen würde ich sagen, für heute reicht es Ihnen, diesen Haken zu zeigen, hier im Warenkorb. So kann man das für jeden Vorgang individuell an- oder abschalten. Nee, da bin ich vollkommen bei dir. Mit dem langen Text ist wirklich eine sehr gute Sache. Jedoch ist bei mir in den Arbeitswerten, wenn ich zum Beispiel Stoßdämpfer Vorderachse mache und die Bremsen Vorderachse, habe ich zweimal in jedem Arbeitsschritt Räder ab anmontieren drin. Na, aber Vorsicht, Rano, das ist eine andere Geschichte. Da geht es um das Thema Verbundarbeiten. Das sollte eigentlich mit dem Klick links daneben gelöst sein. Okay. Olli, weißt du mal bitte kalkuliert anzeigen? Ich habe es gesehen vorhin. Erstmal die langen Texte wieder rein. Dann haben wir ja hier ein klassisches Beispiel für Verbundarbeiten. Ne? Auch hier steht drin, Räder an- und abmontieren von bei den Scheiben als auch bei den Belegen. Ja, wenn man es einzeln machen würde, wäre es ja auch richtig. Macht man es in Kombination, kann man das hier eliminieren, rausrechnen lassen, eben mit dem Haken bei kalkuliert anzeigen. Dann werden genau diese doppelten, sprich Verbundarbeiten, rausgerechnet und jetzt hier rot markiert. Die Vorgabezeit reduziert sich entsprechend jetzt hier auf 1,1 Stunden. Dann hast du es auch nicht mehr doppelt auf der Rechnung stehen. Ja. Das heißt auch im Prinzip von den Umfasstexten her, was jetzt rot dargestellt wird, das wird auch oder das ist herausgerechnet worden von den Positionen halt her. Genau. Es gibt ja auch noch genügend andere Beispiele, ob jetzt Zahnriemen oder Wasserpumpe oder wo auch immer. Ne, also diesen Haken kalkuliert anzeigen. Den kann man natürlich auch proaktiv einsetzen. Also meine Argumentation in Präsenzschulungen ist immer, erstmal den Kunden den Preis sagen, ohne dass der Haken gesetzt ist. So, und wenn er dann wieder aus der Ohnmacht aufwacht, dann einfach mal den Haken setzen und sagen, du mein lieber Kumpel, weil du es bist, du kriegst es für den Preis. Das ist meine persönliche Meinung als ehemaliger Versicherungsvertreter. Den Rest überlasse ich Ihrer Fantasie. Gut, haben wir weitere Fragen noch zum Thema Schnittstellen? Einziger wichtiger Hinweis noch zu den Verbundarbeitszeiten, Entschuldigung,
Danke für den Hinweis, Stefan. Diese Verbundarbeitszeiten rauskalkulieren, das geht nicht beim Anbieter Autodata. Also wenn Sie Arbeitswerte von Autodata verwenden, dann führt dieser Haken ins Leere. Das muss man wissen. Bei Haynes Pro, bei ABDoc ist das alles wunderbar, aber bei Autodata funktioniert das nicht. Ja? Wobei ich denke mal, die wenigsten von Ihnen werden Autodata Arbeitswerte auf eine Rechnung schreiben. Ne? Das ist eher dafür gedacht, um mal zu gucken, was bietet der Hersteller oder was verrechnet der Hersteller für eine Kundenrechnung. Halte ich die Verwendung von ABDoc als Arbeitswertanbieter maximal, und das sehen wir gleich noch, Haynes Pro als Alternative für viel, viel besser, da Sie A, bessere, kundenfreundlichere Texte, verständlichere Texte haben, da Sie auch von der Vorgabezeit her durchaus werkstattfreundlich sind und unterm Strich auch einfach teilweise mehr haben. Ja, mehr, als es der Hersteller selber hat. Deswegen wirklich der Hinweis, Autodata gerne mal, um es zu vergleichen, aber zum Beleg oder Rechnungsschreiben doch eher die Empfehlung ABDoc oder Haynes Pro. Genau. Und dann möchte ich da auch noch gerne mal was sagen bezüglich der Kalkulation. Dieser Hinweis ist ja gerade gekommen mit dem Kalkulieren. Wann trifft das noch nicht zu? Da kam noch mal so ein Hinweis von Christoph Buchmann. Und zwar, wenn ich mit unterschiedlichen Arbeitswerten Anbietern arbeite, Beispiel ABDoc und Haynes Pro, dann kann ich natürlich auch nicht kalkulieren. Dann geht das auch ins Leere. Die andere Alternative ist noch, beziehungsweise die Möglichkeit, die ich ja auch noch machen kann, ich kann ja auch hier im Smart Client meinen Arbeitswert händisch ändern, ja, zum Beispiel von 0,8 auf 0,9 Stunden. Und wenn ich jetzt, ups, das war natürlich ein bisschen sehr wenig, ist jetzt wurscht. Und wenn ich jetzt bestätige, dann bekomme ich hier auch nochmal diese Warnung an, dass dann im Prinzip nicht mehr kalkuliert werden kann. Ja, das geht wirklich nur, wenn ich an den Arbeitswerten von ABDoc nichts anderes ändere. So, ich gehe mal kurz auf Abbrechen, mal einen richtigen Wert eingeben hier, 0,9. Und jetzt bestätige ich mit Ja. Ja, jetzt sieht man auch, dass der Haken jetzt wieder rausgenommen worden ist, weil ich manuell einen Eingriff vorgenommen habe in diesem Arbeitswert. Ja, dann kam, glaube ich, noch eine Frage von dem oder ein Hinweis von Stefan Schneider. Wenn man OE-Teile im Smart Client aus DRT oder Eurotax übernimmt, werden die Daten auch über die Schnittstelle übergeben? Geht ja nicht nur im Aftermarkt. Nicht nur im Aftermarkt Teile. Der liebe Stefan, natürlich ein weiteres Thema auf, was wir eigentlich gar nicht jetzt unbedingt ansprechen wollten, aber trotzdem nehmen wir es natürlich mit rein. Was ist gemeint? Wir haben im Smart Client die Möglichkeit, eine Reparaturkalkulation zu machen in Verbindung mit Eurotax. Diese basiert auf Originaldaten, auf Originalersatzteilen, auf Originalarbeitswerten etc. Und wenn man eine solche Reparaturkalkulation aus dem Eurotax-Modul hier in den Warenkorb vom Smart Client übernimmt, greift auch da diese Kalkulationsmöglichkeit, sprich das Eliminieren der Verbundarbeiten, nicht. Ja, das vielleicht noch wirklich als letzten Punkt dazu. Damit haben wir eigentlich alle Varianten, denke ich, ganz gut abgepasst. Ist da noch was? Gut. Ich denke, zum Thema Smart. Dürfte ich mal eine Frage stellen? Bitte. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich nutze jetzt euer Programm erst seit 1. Januar so aktiv. Und zwar, ich arbeite auch mit Hennig Fahrzeugteile. Und seit 1. Januar, Hennig ist nicht mehr bei Coparts, sondern die sind bei AAG und wie kriege ich wieder Preise eingepflegt oder Preisupdate oder irgendwie dieses Programm komplett also damit es zusammenläuft. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Ich bin schon verzweifelt. Ich konnte problemlos von Wessels und Müller Preise updaten, von Stahlgruber. Das hat wirklich mit Mausklick, kann man so sagen. Aber mit Hennig, ich kriege so einen Preisdatei, der eigentlich auch für Kfz-Win ist. Aber ich bin schon am Verzweifeln. Da darf ich mich mal ganz kurz mit einklinken. Es gibt da letztendlich bei Hennig so ein bisschen die Thematik, dass es einfach verschiedene Preisdateien gibt, die Sie da sich selber quasi konfigurieren können und runterladen können.
Da können wir Ihnen über den Support noch mal ein bisschen weiterhelfen, können Ihnen einen Screenshot zukommen lassen, welche Sie da genau brauchen, weil die nach Kfz-WIN aussieht, ist es leider nicht. Es gibt da noch eine weitere, die Sie brauchen. Okay. Und dann die auch für uns für Standardformat passt. Da können Sie dann halt im Prinzip ähnlich komfortabel die Geschichte einlesen. Und in Summe ist jetzt gerade in dem Bereich Import noch eine ganze Menge überarbeitet worden, dass das mit den Hennig-Preisen auch deutlich besser funktioniert. Es gibt da eine Option noch, die man da berücksichtigen muss. Es gibt dort ein sogenanntes Auslaufkennzeichen. Das heißt, Artikel, die eben eigentlich nicht mehr lieferbar sind, werden zwar in diese Preisdatei mit reingeschoben und wir haben die halt eine Zeit lang nicht mit eingelesen. Deswegen sah das immer so aus, als wenn bei uns ein paar Artikel fehlen. Aber das sind halt einfach diese Auslaufartikel. Aber generell ist das sehr, sehr einfach möglich. Vielleicht notieren die Kollegen noch mal kurz die Adresse oder den Kundennamen und dann können wir uns kurzfristig mit ihm vom Support in Verbindung setzen und ihnen zeigen, was sie da runterladen müssen. Und dann klappt das genauso gut. Ja, das wäre super, weil ich sag mal, ich bin schon wirklich verzweifelt. Und zum anderen habe ich noch eine Frage, da wir hier wirklich 20 Kilometer von der polnischen Grenze leben, arbeiten wir sicherlich auch mit einigen polnischen Lieferanten, die auch Teilesuchprogramme haben von Top Motive. Wie ist das, funktionieren da die Schnittstellen? Kann man die auch einbinden so problemlos? Ich sage mal, das sind so die Autopartner, Intercars, Interteam. Die sind schon hier mittlerweile öfter, liefern öfter zu uns als die, ich sag mal, einheimischen Lieferanten. Okay, erstmal vielen Dank für die erste Frage und auch gleich für die Antwort, Thomas, an dich, dass wir das mit dem Thema Hennig auch gleich erledigt haben. Da wird sich die Hotline entsprechend melden, das haben wir schon notiert. Jetzt zu den Fragen, zu der Frage mit den ausländischen Lieferanten. Sie haben es ja schon gesagt, es sind Top-Motive-Kataloge. Wenn das der Fall ist, dann können wir die in aller Regel auch anbinden an Kfz-WIN. Auch das werden wir, denke ich mal, im Zusammenhang mit dem Rückruf von dem Kollegen aus dem Support gleich mit versuchen. Ich denke, habe da ein gutes Gefühl, dass das funktioniert. Danke. Ja, da kommt, okay, dann möchte ich aber noch einmal einhaken. Da kommt noch mal eine Information von den Stefan Schneider rein. Sie sagten ja Intercars und Interteam. Das sind also Teilschnittstellen aus unserem Hause. Da müsste man wirklich prüfen, ob wir überhaupt solche Schnittstellen programmieren würden. Weil das ist immer natürlich ein Riesenaufwand, wenn im Prinzip nur, sag mal, wenn Sie jetzt da nur da bestellen würden aus dem Kundenstamm, die mit Kfz-WIN arbeiten, dann denke ich mal, dann sehe ich da mal keine Chance. Bin ich ganz ehrlich. Ja, was man vielleicht mal machen könnte, über einen sogenannten Artikelkonverter sprechen, dass man von dieser Firma, von diesem polnischen Großhändler, wenn sie dort eine Preisdatei bekommen mit ihren ganzen Preisen und Konditionen, dass man das dann über einen entsprechenden Artikelkonverter macht, sodass sie einfach den kompletten Artikelstamm in das Kfz-WIN zum Beispiel importieren können. Damit ist man ja auch schon mal einen Schritt weiter. Okay. Ja, ganz und, genau. Das wäre noch eine Option. Ganz kurz noch dazu haben wir ja auch hier auf unserer Agenda stehen, den Artikelkonverter, den werden wir irgendwann thematisieren. Ansonsten, ja. Sie speziell werden ja bei den Kollegen vom Support jetzt demnächst in Kontakt treten und können das da nochmal ansprechen und dann werden die schon eine Lösung finden mit Ihnen. War da noch eine weitere Frage von Ihnen? Ja, ich habe mal eine Frage und zwar, Herr Neumeier-Hönicke, ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt vorgreife oder ob das einfach an der falschen Stelle ist. Aber wenn wir jetzt mal hier auf eurem Bild eben mal zurückgehen, dann. Was? Ich weiß keinen Zusatzknopf gibt. Bitte? Wohin zurück denn, Herr Hönicke? Oben einfach, dass wir das Bild davor bekommen, dass wir die oberen, genau. Und da haben wir oben so ein Schlüssel, ein Stück noch weiter nach oben. Noch weiter nach oben, ja, noch mal nach links. Also da gibt es so eine Funktion, zumindest bei mir, sieht ziemlich identisch aus, da gibt es so eine Funktion mit Service und Inspektion. Und habe ich gehört, dass das geht, also funktioniert, ich habe es aber noch nicht rausgekriegt, wie, dass wenn ich da ein Auto einhebe und er das Auto erkennt, er mir sofort die Filter und alles raussucht für das Auto, für die jeweilige Inspektion, die gerade fällig ist. Jo. Und wollte mal fragen, ob man das mal erklären kann. Oder ob das jetzt, muss denn, wenn es jetzt gerade hier nicht hinpasst, dann nicht, aber das ist mir gerade so wieder eingefallen. Herr Hönicke, wir werden nicht bei Lars schnacken, wenn wir das nicht genau jetzt machen würden.
Die Zeit nehmen wir uns natürlich. Es gehört ja im weitesten Sinne mit zur Schnittstelle. Deswegen zeigen wir einfach mal die Variante. Wir müssen jetzt natürlich schauen, welchen Anbieter Sie da bei sich hinterlegt haben, ob das jetzt Haynes Pro ist oder ob das eventuell Autodata ist. Können Sie das noch André? Sagen? Ich vermute mal, dass es Haynes Pro sein wird. Bei beidem, Entschuldigung, weil bei den meisten Großhändlern das Inspektionspaket von Haynes Pro schon inbegriffen ist. Ist das so? Ja, ich habe hier irgendein Heil- und Sohn-Programm. Ja, ich denke mal, dann wird das Haynes Pro sein. Vermute ich mal. Dann klick einfach mal drauf, dann wird er ja sehen, ob es bei ihm genauso aussieht. Ja, so sieht's aus. Also, dann haben wir Haynes Pro. Gut, Olli. Komm. Weil das Problem, ganz kurz, und zwar, das Problem ist, man kann auf der linken Seite irgendwas aussuchen. Manchmal öffnet sich aber bei mir auch ein Fenster. Da will er den Kilometerstand haben, weil er wahrscheinlich das Auto schon erkannt hat, denke ich mal. Aber es funktioniert nie wirklich so, dass ich hatte schon ein, zwei Mal, dass mir dann das Programm vorher gesagt hat, okay, der muss jetzt das und das machen. Und das war so ja schon alles in einem Einkaufskorb drin. Aber wie ich da selbstständig das genau hinkriege, habe ich noch nie rausgefunden. Also im Prinzip ist es so, wenn die Daten jetzt zum Beispiel hier aus dem Kfz WIN importiert worden sind, also die Fahrzeugdaten, und ich gehe dort über diese Inspektionsdaten von Haynes Pro, dann bekomme ich hier auf der linken Seite die Wartungspläne angezeigt. Und hier entscheide ich natürlich vom Baujahr halt her, um welche Inspektion es sich dann handelt, ob das sich um eine OEM oder vielleicht eine fahrstreckenabhängige Wartung ist oder ein Longlife, das muss ich dann entsprechend auswählen. Ich nehme jetzt mal, was habe ich jetzt hier, Baujahr bis 2010, ich nehme jetzt einfach mal diese Händler-Serviceplan Standardintervall. Ihnen ist natürlich jetzt nicht so gut, ich gehe jetzt mal einen tiefer, wähle ich aus und jetzt sollte er mir hier auch die entsprechende Laufleistung anzeigen und ich bekomme hier auch gleichzeitig auch noch den Bereich mit Steuerring und Kettenintervalle mit angezeigt, wenn ich dort anwähle. Möchte ich jetzt aber gar nicht. So, ich möchte jetzt einfach eine Inspektion machen für die 120.000er, weil der Kunde zwar schon 128.000 auf der Uhr hat, aber er hat noch keine 120.000er hinter sich, also wähle ich die 120.000er an. Im rechten Bereich wird mir jetzt schon dieser Wartungsplan angezeigt. Aber ganz wichtig, wir wollen ja auch einen herstellerkonformen Wartungsplan erstellen. Das heißt, im unteren Bereich muss ich noch die Zusatzaufwände, die für diese Inspektion oder eben halt Laufleistung oder entsprechend die Zeit noch mit auswählen. Ja, zum Beispiel Kraftstofffilter erneuern, alle 30.000 markiere ich. Luftfilter, alle 60.000. Zahnriemen ist bei 240. Ja, und so fort und so weiter. Ich denke mal, das ist plausibel. Und dann werden die entsprechenden Arbeitswerte und die Ersatzteile diesen Wartungsplan mit hinzugefügt. Ja, und jetzt habe ich hier die Standardzeit von der 120.000er Inspektion plus meine Zusatzaufwände, 2,3 Stunden insgesamt. Die lege ich mir jetzt einfach hier in den Warenkorb mit rein, weil ich bin ja später schreibfaul und kann jetzt auch gerne hier oben rechts über das Drucksymbol diesen Wartungsplan einmal ausdrucken. Das mache ich einmal geschwind, bekomme eine Druckvorschau. Die Kundenadresse wurde schon übernommen aus dem Kfz-WIN. Im unteren Bereich die Aufgaben, die gedruckt werden sollen oder nicht gedruckt werden sollen, das entscheide ich dann entsprechend an diesen ganzen Stellen und gehe dann auf Drucken und dann ein PDF anzeigen lassen oder das PDF drucken, herunterladen, sorry. Nur der hat sich jetzt auf den anderen Bildschirm, ich ziehe mal kurz rüber, zack. Und jetzt haben wir einen Haynes Pro, ist Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers erzeugt. Ja, kann ich ausdrucken und den Monteur an die Hand geben. Den schließe ich jetzt einfach wieder. Jetzt geht es ja um die Ersatzteile, die Sie auch eben gerade angesprochen haben. Wir haben hier oben den Reiter Ersatzteile. Und jetzt werden mir nur noch zu dieser Inspektion die Produktgruppen hier angezeigt mit den entsprechenden Lieferanten. Und jetzt kann ich auch gerne noch weiter beigehen und noch eine Filterung vornehmen. Ja, ich möchte angezeigt haben die Kraftstofffilter, den Luftfilter und den Ölfilter. Hat auch noch nicht genommen. Da, jetzt hat er ihn. Und jetzt werden wir oder wird mir diese Artikelliste entsprechend gefiltert.
Das Motoröl habe ich jetzt mal separat weggelassen, weil die meisten von Ihnen haben ja Fassware. Ja, und jetzt kann ich natürlich auch gerne noch hier vorgehen und nach dem Hersteller filtern. Ja, und dann der gleiche Weg, die Artikel einfach dann in den Warenkorb ablegen, die ich benötige, und kann dann später wieder in meinen Warenkorb gehen, beziehungsweise die Artikelliste hier schließen und wieder ins Kfz-Win mit übergeben. Das wäre vielleicht mal einfach so der Bereich, Entschuldigung Tom, über die Schnittstelle, sprich über die Inspektionsdaten von HainesPro. Genau, das war jetzt also schon äußerst ausführlich erklärt, wie man die Ersatzteile legt. Vielleicht noch abschließend noch der Klick bitte, wo man auch die Arbeitswerte in den Warenkorb legen kann, damit man es eben nachher komplett an Kfz-Win übergeben kann. Das ist nämlich der Klick auf diesen Warenkorb an der Stelle. Den würde ich gerne noch hinzufügen. Aber ansonsten ist diese Funktion, die hier dahinter steckt, schon eine extreme Hilfe, um nicht jeden einzelnen Filter raussuchen zu müssen, sondern hier einfach schon Vorschläge vom System zu bekommen. Ganz wichtig ist aber wirklich der Hinweis vom Olli gewesen, links unten unter den Intervallen die Zusatzaufwände zu berücksichtigen. Wenn man da auch nur einen vergisst, einen Haken zu setzen, obwohl es eigentlich fällig wäre, dann ist dieser Wartungsplan nicht mehr herstellerkonform. Und das kann natürlich dann unter Umständen zu massiven Schwierigkeiten führen. Das heißt, da wirklich ein großes Augenmerk drauflegen. Das gilt für alle Systeme, auch für das, was wir jetzt im Next gleich sehen. Da bitte Vorsicht. Super. Gut. Und was ist das für eine Option, wenn sich manchmal von alleine so ein Fenster öffnet, wo ich eigentlich nur noch den Kilometerstand einnehmen muss? Ja, man müsste das natürlich jetzt reell sehen, was da bei Ihnen genau passiert und mit was für ein Fahrzeug zum Beispiel das ist. Es kann natürlich sein vielleicht, dass Sie hier bei Kfz-Win vielleicht keinen Kilometerstand hinterlegt haben, wie auch immer. Das muss man prüfen. Das ist jetzt okay. so eine Frage in so einem Heuhaufen. Ja, verstehe, okay. Na, dann beobachtet das mal, aber das habe ich halt nicht bei jedem Auto. Also, und das ist unterschiedlich. Sobald ich da hingehe, geht manchmal halt dieses Fenster auf. Und dann könnte ich das nutzen und manchmal geht das halt nicht auf. Dann muss ich es halt auf der linken Seite mir raussuchen. Okay. Also da kann ich vielleicht was zu beitragen. Sie haben nicht Gerne. Die technischen Daten von HainesPro, sondern Sie haben die technischen Daten von TechRMI. Und da gibt es einen sogenannten Wartungsplanrechner. Und bei Wartungsplänen, die sich anhand von der Laufleistung identifizieren lassen, geht der Kilometerstand und das Fahrzeugalter in diesen Wartungsplan mit rein. Haben Sie einen Mercedes oder einen BMW, wo das Ganze eher vom Fahrzeugintervall gesteuert ist, aufgrund des Verschleißes am Fahrzeug, gibt es diesen Rechner nicht. Und deshalb ist er manchmal bei Ihnen da und manchmal nicht. Das liegt aber am technischen Datenanbieter an der Ecke. Alles klar. Gut, vielen Dank, Stefan, dafür. Also haben wir trotz der Prüfung von einem anderen Anbieter gesprochen. Das ist tatsächlich der dritte, der noch im Bunde ist, den wir als Topmotive mit anbieten, TechRMI. Da sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Das ist wohl richtig. Ja. Gut. Gibt es jetzt aus Ihren Kreisen noch Fragen zum Smart Client, zu der Schnittstelle speziell zwischen Kfz-Win und Smart Client? Ne, also wir müssen natürlich auch um Verständnis bitten. Wir können jetzt hier keine komplette Smart Client-Schulung machen. Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber die Verbindung und die Übergabe der Daten, ist das soweit verständlich gewesen? Oder ist da noch was offen? Der Chat schweigt. Dementsprechend scheint da nichts mehr offen zu sein. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, zur nächsten Schnittstellenvariante, ganz kurz nochmal ein kleiner Rückblick auf vor zwei Wochen. Ich fand das wunderbar vor zwei Wochen, als jemand aus Ihrem Kreis gesagt hat, ich gehe jetzt mir erstmal ein Bier holen. Jetzt möchte ich natürlich den Alkohol nicht so in den Mittelpunkt stellen heute, aber ich möchte einfach mal jetzt an dieser Stelle ausrufen, wer das als nächstes tut und öffentlich verkündet, bekommt eine kleine Überraschung aus dem Hause Topmotive, und zwar aus unserem Kids and More Club. Da bitte, wer zuerst kommt, mal zuerst, und Sie werden eine kleine Überraschung kommen. So muss ich mir jetzt schon eine Sneaker holen, ne? Anwesend, Chinfitz. Olli, hast du verstanden, wer es war? Ich nicht. Nee, leider nicht. Anwesend, Chinfitz. Okay, alles klar. So. Wir haben damit die Wahl gewonnen. Matthias, du bist leider raus, weil du hast es auf dem anderen Weg mitgeteilt. Du hast mich aber daran erinnert, deswegen du kriegst zwei, weil du hast zwei Kinder. Gut, danke. Das mal dazu als kleine Auflockerung zwischendurch. Lasst uns wieder zum Ernst des Lebens zurückkommen, zur dritten Variante, nämlich zu diesen
Schnittstellenvarianten zu den Next-Katalogen. Ich habe sie vorher schon mal kurz ein bisschen erwähnt. Je nach Großhändler haben die ja verschiedene Namen, ob das der WM-Cut Plus ist, ob das Starkes 4.0 ist, ob das Neimke Bullcut ist, ob das der Dolphin ist oder. Da möchten wir jetzt auch noch mal ein Beispiel zeigen und Sie werden sehen, dass wir mit dieser Neuentwicklung ja ebenfalls aus dem Hause Topmotiv noch mal einen ganz großen Schritt nach vorn gemacht haben und das allein an der Schnittstelle schon deutlich wird. Ganz abseits von den zusätzlichen Funktionen, die das System selber bietet. Ein paar der Anwesenden werden ganz happy darüber sein, dass wir das jetzt mit dem Beispiel Starkes 4.0 machen. Sie sehen, dass wir haben neben dem Import-Button da unten in der Mitte rechts daneben Starkes 4.0 stehen. Das ist natürlich jetzt nicht bei allen Kfz-Win-Kunden so. Ne? Das wird auf Wunsch entsprechend eingerichtet. An dieser Stelle kann man per Schnellzugriff die bevorzugte Katalogvariante hinterlegen. In unserem Beispiel haben wir das jetzt mal mit Starkes 4.0 gemacht. Und Olli übernimmt wieder aus dem offenen Beleg, öffnen wir Starkes 4.0 und jetzt kommst du. Ja, vielen Dank. Ja, der Tom hat es angesprochen. Ich habe jetzt auf Starkes 4.0 angeklickt. Da möchte ich natürlich noch ein bisschen was mit anmerken bei den anderen Großhändlern, zum Beispiel Wessels und Müller WM. Da heißt es dann zum Beispiel WM Cut Plus, ja, oder Spektrum GT bei Hess, bei der Copaz heißt das, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Dolphin, ja, also die haben dann halt da schon ihre speziellen Namen und das kann man, wie Tom schon gesagt hatte, über diesen Button entsprechend als Schnellzugriff einrichten. Ansonsten kann man auch gerne den Weg über Import wieder gehen und dann auch dort ist diese Schnittstelle auswählbar. Ja, ich habe jetzt Starkes 4.0 angewählt. Was passiert? Ich bekomme die Information. Was möchte ich jetzt tun? Möchte ich jetzt die Daten an Starkes 4.0 übergeben, dann gehe ich auf Übergeben oder möchte ich vielleicht einen Warenkorb importieren, aber ich möchte natürlich meine Daten übergeben, weil ich einen neuen Beleg erstelle. Das mache ich. Dann werden auch diese Belegdaten an Starkes 4.0 übergeben. Es wird der Browser von Starkes 4.0 gestartet, ja, und das Fahrzeug und der Kunde, wie wir das schon aus den Vorgängersystemen her kennen, werden auch übergeben und ich kann von hier aus sofort wieder über die Fahrzeugteile-Suche gehen in den entsprechenden, über diese entsprechende Schnellfunktion. Und da gehe ich jetzt mal auf Bremsanlage, wie gehabt. Und das Ganze werde ich jetzt hier auch noch weiter eingrenzen. So, ich lasse jetzt mal diesen Bildschirm mal für ein paar Sekunden einfach mal auf euch wirken, ja, weil ja doch einige Informationen bereitgestellt werden, aber es sind ja die gleichen Daten wie auch in den anderen Katalogen. Ja. Wir haben die ganzen EK-Preise, die VK-Preise, wir haben hier die ganzen Textsachen. Es werden ja auch separate Webinare direkt nur für diese Kataloge angebunden. Ob das nun bei Neimke ist oder bei WM ist oder bei Hess ist, bei Stahlgruber, ja, da gibt es spezielle Webinare auch direkt nur über diese Next-Kataloge. Und die kann ich eigentlich auch nochmal jedes ans Herz legen, wer mit diesem Next-Katalog später arbeiten wird. Ja, zu einem sehe ich hier auch die Informationen, dass dieser Artikel von Bosch schon an diesem Fahrzeug ebenso schon mal bestellt worden ist. Ja, so wie wir das auch im Smartline schon kennengelernt haben. Ferner haben wir hier noch die Informationen aus dem Kfz-Win mit der entsprechenden Verfügbarkeitsanzeige, wie auch schon im Smartline, dass dieser Artikel schon mal bereits verbaut wurde und dass er natürlich im eigenen Lager, deshalb hier dieser grüne Bubble, entsprechend hinterlegt ist. Ja, ich habe das Kennzeichen. Ich habe hier ein Datum. Ich habe den Kilometerstand. Ich habe den Artikellagerort. Ich habe noch den Bestand. Und hier habe ich auch meinen EK-Preis. Falls ich eine andere Preisfindung im Kfz-Win habe, dann sehe ich auch hier meine EK-Preise, sprich meinen Verkaufspreis aus dem Kfz-Win. Und da ich ja diesen Artikel schon mal bestellt habe, könnte ich sogar von hier aus sogar den Beleg öffnen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Funktion. Ja, aber ich gehe jetzt einfach mal bei und lege mir den Artikel entweder in den Warenkorb ohne Arbeitswerte oder ich kann diesen Artikel gleichzeitig
in den Warenkorb legen und gleichzeitig die Arbeitswerte miteinander verknüpfen. Dann gehe ich auf KVA, Kostenvoranschlag. Wähle ich aus, unter Umständen, wenn mehrere artikelbezogene Arbeitswerte zu diesem Artikel auftauchen, dann fährt dieser Slider rein. Wer nur einen Arbeitswert hinterlegt, dann bleibt das Fenster geschlossen und der Arbeitswert sofort in den KVA mit hinzugefügt. Ja? Warum haben wir hier zwei unterschiedliche Nummern? Gut, hier müsste man nochmal prüfen. Tom, das kannst du mal bitte mal einmal mit aufnehmen, die unterschiedlichen Arbeitszeiten hier, obwohl es ja die gleichen... Ich vermute mal, das hat einen relativ einfachen Hintergrund, und zwar einmal, wenn ich rein die Bremsklötze erneuere und einmal, wenn ich es in Verbindung mit einer Inspektion mache, möglicherweise. Deswegen auch unterschiedliche AB-Nummern. Ja, genau. Okay, ich nehme jetzt einfach mal den ersten hier, gehe auf KVA, lege mir den in den Warenkorb mit ab, sprich in den KVA. Umfasstexte, sprich Folgearbeiten, tauchen bei diesen Arbeitswerten nicht auf. Im Falle prüfen, indem ich einfach hier auf die entsprechenden Arbeitswert anklicke. Wenn eine Folgearbeit hinterlegt wäre, dann wird sie mir im unteren Bereich eingeblendet. Olli, ganz kurz vielleicht, wenn du bitte einmal von auf den Haken klickst bei dem Arbeitswert. Ah, okay. Nehmen wir zumindest mal die Umfasstarbeiten, die noch hinterlegt sind. Ja, das ist, ja, okay, ja gut, okay. Ja, vielen Dank, Tom. Ja, bitte. Nee, es ist hier und da ein bisschen unterschiedlich, auch für alle Teilnehmer nicht wundern. Wir Trainer kennen uns nicht in jedem Großhändlerkatalog, deswegen müssen wir hier und da ein bisschen Hilfe. Okay, weiter. Was schon? Okay, habe ich jetzt alles ausgewählt, dann kann ich natürlich auch, wenn ich einen anderen Anbieter habe für Arbeitswerte, auch hier oben natürlich den Anbieter wechseln. Ja, wir haben jetzt ja schon in diesem System jetzt hier drei Anbieter hinterlegt: AWDoc, Autodata, Hens Pro. Standard ist jetzt hier eingetragen gewesen, AWDoc. Lasse ich auch so. Schließe diesen Slider einfach hier auf das X und habe somit den Artikel einmal im Warenkorb und gleichzeitig im A. Dann hole ich mir auch noch selbstverständlich die Bremsscheibe dazu. Auch hier beide vorderen Bremsscheiben lege ich auch mit rein. Und schon habe ich die Sachen alle abgelegt und kann hier im oberen rechten Bereich schnell einsehen, den Warenkorbwert, meine Gesamtarbeitszeit und die Kosten, die jetzt für den Wechsel der Bremsbelagsätze, sprich der Bremsscheibe. Jetzt ist das Wort weggefallen. Es wird mir angezeigt. Punkt. Ja, dann kann ich auch von hier aus natürlich auch einen Kostenvoranschlag drucken. Möchte ich jetzt gar nicht zeigen. Wir machen ja das Thema Schnittstellen und nicht den Katalog. Habe ich alles rausgesucht, dann lege ich einfach den Katalog wieder in die Taskleiste ab, also minimiere das. Und bekomme jetzt aus dem Kfz-Win hier die Abfrage, drücken Sie OK, wenn der Warenkorb importiert werden soll. Und das mache ich auch, wähle ich an, dauert ein, zwei Sekunden und dann hole ich mir die Information, die ich jetzt gerade in dem Starkes 4.0 erzeugt habe, hier in den Beleg hinein. Ja, warum er jetzt ein bisschen länger braucht, frage ich mich eigentlich jetzt. Stelle kommt immer der Spruch in den Präsenzschulungen, das System passt sich dem Benutzer an. Aber in deinem Fall ist das natürlich nicht. Vielen Dank, Tom. Ich könnte jetzt was anderes sagen, aber das lassen wir mal an dieser Stelle. Das machen wir später. Genau, beim Bierchen, beim Digitalbierchen. Ja, und schon haben wir auch hier die Sachen importiert. Ja, auch hier nochmal der Hinweis mit diesen, mit der Ansicht ETs oben oder AWs oben. Die andere Möglichkeit wäre, das möchte ich auch nochmal mitgeben, es gibt ja auch immer Anwender, die hätten gerne unter dem Ersatzteil hätten Sie jetzt auch gerne von mir aus den Arbeitswert. Ja, und dann kann ich auch beigehen und einfach den Arbeitswert über diese Pfeiltasten hier unten manuell verschieben. Ja, das würde auch gehen. Wichtig zu wissen, jetzt habe ich diese Funktion hier ausgehebelt, weil ich jetzt den manuellen Eingriff in die Belegsortierung vorgenommen habe. Dann das Ganze wieder ausdrucken, beziehungsweise in dem Fall ist es ja eine Rechnung, ausdrucken und den Kunden in Rechnung stellen. Ja, das war mal so der Bereich zum Schnittstelle Starkes 4.0 aus dem Kfz-Win heraus. Tom, möchtest du den umgekehrten Weg zeigen?
zumindest mal ansprechen. Ja, das war jetzt im Endeffekt dasselbe, was wir im Smart Client oder auch im Redesign vom Prinzip her machen können. Sprich, wir eröffnen im Kfz-Win einen Beleg, übergeben Kunde und Fahrzeug an den Katalog und nehmen den Warenkorb oder in dem Fall, hier heißt es ja Kostenvoranschlag, zurück in den Beleg. Das ist jetzt noch nicht so großartig neu natürlich für Sie, aber diese neuen Kataloge aus dem Haus Topmotive, egal ob es jetzt starkes 4.0 heißen, wie MCAT Plus oder Bullcat oder, haben deutlich mehr Möglichkeiten, was das Ganze anbelangt. Ja? Und da sollten wir einfach noch ein paar Beispiele zeigen. Eins davon wäre, dass wir sagen, warum muss ich immer in Kfz-Win anfangen, einen Beleg zu eröffnen? Ja, vielleicht habe ich einen Neukunden vor mir stehen, der möchte einfach mal wissen, was jetzt der Ölfilter oder die Inspektion an seinem Fahrzeug kostet. Dann habe ich nicht wahnsinnig viel Lust, den erst komplett im Kfz-Win anzulegen, dann über die Schnittstelle an den Katalog zu übergeben, mühsam die Teile rauszusuchen und hinterher zu hören, ist mir leider zu teuer. Ja, das macht natürlich dann nicht so viel Spaß. Deswegen eine weitere Funktion, die jetzt allerdings ausschließlich in den Next-Varianten möglich ist, ist die Kunden- und Fahrzeugneuanlage im Katalog. Und das kann Olli vielleicht nebenbei schon mal so ein bisschen vorbereiten. Die Kunden- und Fahrzeugneuanlage im Katalog und anschließende Übergabe in Kfz-Win, wo dieser Kunde mit diesem Fahrzeug zumindest schon mal rudimentär angelegt oder automatisch angelegt ist. Ich muss es nicht zweimal machen. Ja, wichtiger Punkt. Ja, wir legen hier gerade mal eine Kundin an. Ja, das machen wir jetzt nicht zu ausführlich. Name, Vorname, Konfektionsgrößen und sowas sparen wir uns heute mal. Heute geht es wirklich nur um die wichtigsten Daten. Von mir aus noch eine Adresse dazu. Genau, übernehmen den Kunden an der Stelle. Können jetzt im nächsten Schritt über diesen Weg Details, Entschuldigung, so geht es auch, ein Fahrzeug hinzufügen. Übrigens nicht nur eins. In Next kann man einem Kunden auch mehrere Fahrzeuge zuordnen. Wir machen es jetzt aber nicht zu kompliziert. Wir nehmen ein Topmotive weit bekanntes Fahrzeug. 0588599, in dem Fall den Audi A4. Verpassen dem vielleicht noch ein Kennzeichen, das wäre ganz gut. Gerade für Kfz-Win natürlich ist ein Kennzeichen immer ganz, ganz wichtig. Tragen das noch ein. Vielleicht sogar noch eine Erstzulassung. Kilometerstand. Na, wie viel Sie da reinschreiben, überlassen wir mal Ihnen. Bis hin zur Fahrgestellnummer kann man das Spiel treiben mit Speichern. Haben wir damit Kunde und Fahrzeug an dieser Stelle angelegt. Ja? So, jetzt könnten wir natürlich hier einfach, damit es nicht zu ausführlich ist, ein, zwei Filter raussuchen. Genau, das ist eine gute Idee, Olli. Gehen also in den Bereich Filter, schränken vielleicht noch auf Öl- und Luftfilter ein, bevor eine Marke, in dem Fall Bosch, deswegen hat er jetzt rechts diese Filter gesetzt. Und ich glaube, der Herr Schneider möchte etwas sagen. Wenn ich das Juhu richtig deutet, Stefan, dann bitte. Oder auch nicht. Okay. Olli, mach einfach weiter. Ja, ich habe, Entschuldigung, ich bin gerade hier auf den verkehrten Knopf gekommen. Ach so. Weil ich habe mich eben gewundert, warum habe ich den Arbeitswert schon drin, aber ich bin auf den gleichen Filter nochmal gegangen, sprich auf einen weiteren Bosch-Filter. So. Ich habe zwei Artikel rausgesucht. Sieht man ja hier oben. Genau. So, und jetzt können wir natürlich einmal in den Warenkorb schauen. Das ist klar. Das ist vom Prinzip her der Bereich, von wo aus man die Teile bestellt beim jeweiligen Großhändler. Das wollen wir an der Stelle noch gar nicht. Wir wechseln in den Bereich rechts daneben. Das ist der KVA, sprich die Abkürzung für Kostenvoranschlag. Und sagen von hier aus jetzt Beleg exportieren. Beleg zurück ins Kfz-Win. Und zwar als was? Soll es ein Angebot werden, ein Auftrag, womöglich gar eine Rechnung? Die Option Stornorechnung macht jetzt hier an der Stelle wenig Sinn, die kommt sicherlich wieder raus. Aber ein Auftrag oder ein Angebot ist sicherlich realistisch und das können wir einfach mal durchspielen. Ja, nehmen wir ein Angebot. Das heißt, wir haben bis hier an dieser Stelle kein Kfz-Win verwendet. Wir haben das alles nur. Ja, so, jetzt haben wir das, den Beleg exportiert, könnten jetzt schon mal, dauert zwar relativ lange, aber zurück in Kfz-Win wechseln. Da müssten wir jetzt in der Belegeübersicht im Bereich Angebote eines finden für die Michaela. Und da ist sie auch schon. Die war, das müssen Sie uns einfach glauben, vorher nicht in Kfz-Win angelegt. Die wurde jetzt automatisch angelegt. Und das ist übrigens noch wichtig, hat dann auch jetzt erst eine richtige Kfz-Win-Kundennummer bekommen. Das sollte man an der Stelle auch noch mit erwähnen. Und Sie sehen, diese vier ausgewählten Positionen sind in der Belegliste zu sehen. Hier haben wir schon mal die wichtigsten Kundendaten, die wir im Next hinterlegt hatten.
plus die Fahrzeugdaten, je nachdem, wie viel man halt eingetragen hat. Ja. Also auch das ist, denke ich, ein Punkt, der in den Smartline- und Redesign-Varianten über die Jahre immer wieder angesprochen und moniert wurde. Den haben wir jetzt mit umgesetzt. Da haben die Kollegen wirklich eine gute Arbeit geleistet. Ich denke, das wird vielen von Ihnen helfen. Insofern einfach mal ausprobieren. Ja, wunderbar. Gut, das war aber auch noch nicht alles. Was haben wir denn noch? Was kann denn die Schnittstelle zunächst noch? Gehst du nochmal bitte in starkes 4.0 in dem Fall hinein. Nachdem du es ja vorher im Smartline so schön ausführlich gezeigt hattest, möchte ich es auch hier gerne nochmal zeigen. Von der Startseite aus können wir natürlich auch hier über einen Kundennamen suchen, ein Kennzeichen zu suchen. Dazu gehen wir vielleicht mal in die Kundenliste hinein. Ja, dazu muss man wissen, dass alle Kunden, die einmal über eine Schnittstelle übergeben wurden, hier automatisch auch in dem Fall starkes 4.0 angelegt werden. Das heißt, auch diese Liste wird sich Stück für Stück erweitern für Sie. Und so können Sie, inklusive einer kleinen Fehlermeldung, unsere Schnittstelle hat nicht funktioniert, Olli, können Sie diese Kundenliste jetzt durchsuchen. Da oben, zeig es mal bitte kurz, ist das Suchefeld in der Mitte. Na, warte mal. Na, ich glaube, unser Export ist schief gegangen. Machen wir bitte STRG F5. Gucken wir mal, damit zwar jetzt nicht gelöst kriegen unbedingt. Aber der Beleg, war ja, der Beleg war ja angekommen. Ja, genau. Also irgendwie muss es da trotzdem noch einen Rückwärtsfehler gegeben haben. Gehen wir noch einmal in die Kundenliste hinein. Hier, wie gesagt, kann ich nicht nur die Kunden durchsuchen, die ich hier im Next angelegt habe, sondern eben auch die in Kfz-Win. Oben im Suchefeld könnte ich jetzt suchen nach dem Nachnamen des Kunden, von mir aus nach dem Vornamen, nach einer Straße, nach einer Postleitzahl, nach Teilbegriffen. Ja, also man muss nicht immer den kompletten Namen eingeben. Dann von hier aus jetzt den Kunden samt Fahrzeug übernehmen, um dann für diesen einen Kostenvoranschlag oder eine Bestellung auszuführen. Ja, also auch das ist natürlich hier in der Next-Variante möglich. Gut. Was wir schon gesagt haben, ist, dass sowohl der Bestand in Kfz-Win angezeigt wird. Es wird angezeigt, wann wurde der Artikel das letzte Mal bestellt für dieses Fahrzeug. Wann wurde er das letzte Mal berechnet? Ja, Sie erinnern sich, das war die Hirsch-Funktion vorher im Smart Client. Hier ist der Hirsch jetzt nicht mehr zu sehen, aber die Funktion vom Prinzip her ist ähnlich. Mir wird angezeigt, dass ich diesen Artikel in einer Rechnung schon mal verwendet habe bei dieser Fahrgestellnummer. Das hat natürlich für Sie einfach den Charme, dass, wenn das Ding berechnet wurde, hat es ja wahrscheinlich auch gepasst, ansonsten hätte man es nicht berechnet. Bedeutet also, wenn das Fahrzeug 3 Jahre später wieder zur Inspektion kommt oder neue Bremsen braucht, dann fange ich nicht mehr lange an zu suchen, sondern nehme einfach dieselben wie letztes Mal, weil die haben ja gepasst. Ja, das ist der Hintergrund für den Hirsch. Tom, ich hätte dazu eine Frage zu dem Hirsch oder beziehungsweise zu der Funktion. Ja. Habe ich die Möglichkeit zu sehen, zu welchem Preis ich damals dem Kunden den Bremsbelag beziehungsweise das Ersatzteil berechnet habe oder wie viel Rabatt ich drauf gegeben habe? Meinst du jetzt in der Smartline-Variante oder in Next? Also bei dir WNK Plus? Sowohl als auch, weil bei mir ist es jetzt so, ich weiß dem, beim letzten Kundendienst weiß ich nicht, was dem Kunden, habe ich wieder einen Ölfilter, einen Luftfilter etc. Jetzt weiß ich nicht, habe ich dem Kunden 5%, 10%, 15% Rabatt draufgegeben und hätte ich da die Möglichkeit, es aus dem Teilekatalog rauszusehen. Wenn er mir schon anzeigt, dass das Teil schon verbaut wurde und dass er mir dann auch anzeigt, zu welchem Preis oder wie viel Rabatt ich draufgegeben habe. Also sehr, sehr gute Frage natürlich, klar, weil das haben wir immer wieder, dass ich nachgucken will im Detail, was habe ich denn damals berechnet, nicht nur welchen Artikel, sondern vielleicht noch ein paar mehr Infos. Dazu muss ich allerdings sagen, im Smartline geht das so nicht. Ja, da sehen wir nur, aha, in der Rechnungsnummer bei dem Kilometerstand an dem Tag habe ich das Ding berechnet. Ja, aber mehr nicht. Hier in den Next-Varianten sieht das ein bisschen anders aus. Das können wir gerne nochmal zeigen, bitte. Wenn du unseren Demokunden vielleicht mal auswählst, den wir angelegt hatten. Ja, das war der Zufall, ne? Ja. So, der reine Zufall. Genau, wir übernehmen das Fahrzeug, wählen jetzt einmal die Kfz-Win-Schnittstelle aus, bitte.
So, dann haben wir jetzt hier in diesem Bereich alle Belege, die für diesen Kunden erstellt wurden, können jetzt im oberen Bereich noch filtern, wenn wir sagen, wir möchten nur Aufträge oder in deinem Beispiel eben nur die Rechnungen sehen. Da haben wir sie und jetzt wählen wir uns einfach mal eine aus und wählen, übernehmen die. Dann wird der komplette Beleg praktisch nochmal importiert. Wobei das jetzt nicht das ist, was ich sehen wollte. Ja, Matthias, bitte danke noch mal, bitte nochmal auf Kfz-Win oben klicken und nicht hinten auf Übernehmen, sondern vorne in die Zeile reinklicken, dann sieht man die Belege. Das war der Fehler, genau. Also nicht auf Übernehmen, danke Matthias, da habe ich fast damit gerechnet. Einfach vorne auf die Bezeichnung, der Beleg hat in dem Fall Rechnung, dann sehe ich jetzt hier an dieser Stelle, welche Artikel das genau waren und auch entsprechend den Verkaufspreis. Wobei ich jetzt, Matthias, gerne auf deine Hilfe zurückgreife. Ist das jetzt der, der im Katalog hinterlegt ist oder der aus dem Kfz-Win? Das ist der, der auf dem Beleg drauf stand. Allerdings wird hier die Rabattspalte noch nicht mit angezeigt. Das wollte ich jetzt gerade noch ganz schnell nebenbei nachgucken. Aber das sind die Informationen der Belegpositionen, also auch die Belegpositionspreise. Aus dem Kfz-Win heraus. Ne? Also du hast zumindest, Frano, um deine Frage zu beantworten, hier schon mal die Information, welcher Preis war das? Offensichtlich ist wohl in der Mache, dass auch dann noch der tatsächliche Rabatt, der da dahinter steckt, mit angezeigt wird. Da sind wir wohl noch dran. Ja, okay, aber hier muss ich auch komplett alle Rechnungen durchschauen, um zu sehen, beziehungsweise ich sehe nicht, ich kann nicht vorab filtern, um ihm zu sagen, hey, liste mir alle Rechnungen auf, wo der OC90 drin verbaut ist. Das ist im Katalog schwierig. Ja. Weil im Kfz-Win kann ich das glaube auch nicht. Da muss ich auch komplette Historie in jeden einzelnen Beleg aufmachen. Oder kann ich da nach? Naja, sag mal so, in der Grundversion von Kfz-Win geht das tatsächlich nur mühsam. Mit dem Erweiterungsmodul Historie, weiß ich nicht, ob du das hast, da geht das relativ bequem. Das können wir dann vielleicht im Anschluss gerne noch zeigen. Aber wie gesagt, das ist nicht Standardumfang von Kfz-Win. Das müsste man dann eventuell gegen Einwurf von Münzen erworben haben. Also hier im Katalog, Matthias, gern du auch nochmal, wüsste ich nicht, dass man nach einer Artikelnummer suchen kann und dann Rechnungen angezeigt werden aus Kfz-Win. Bestellungen ja, aber Rechnungen nicht, oder? Das ist richtig. Im Kfz-Win gäbe es aber über Belege suchen die Möglichkeit, tatsächlich dann die Geschichte zu machen, was er möchte. Ja, aber hier neben Katalog aktuell noch nicht. Nee. Eben, genau, das war der Punkt. Ne? Das heißt, da müssen wir uns erstmal abbrechen. Nein, das können wir tatsächlich nicht so bequem, wie du es anfragst, zu Recht anfragst. Olli, wenn du vielleicht nochmal kurz in Kfz-Win zurückgehst, dass wir diese Funktion nochmal zeigen. Jetzt ist die Frage, von wo zeigen wir sie? Ja, verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal kurz die Frage an dich, Franus, den unteren Bereich, den wir hier in der Belegeübersicht sehen, kennst du den? Ist der bei dir auch zu sehen? Ja. Also hast du offensichtlich das Modul Historie freigeschaltet. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Tja, wie machen wir es jetzt am einfachsten? Du möchtest eine Artikelnummer und dann noch den Kunden. Okay, dann müssen wir hier rausgehen. Nee, jetzt Tom, du warst das letzte Mal vor 2 Jahren bei mir zum Kundendienst. Ihr habt hier Bremsen verbaut für die Vorderachse. Jetzt sind sie wieder runter und jetzt befülle ich wieder den Warenkorb und will dir auch den Auftrag schreiben. Jetzt muss ich aus dem Kfz-Win aus dem Auftrag rausgehen, in die Historie rein, um zu schauen, was ich das letzte Mal dir berechnet habe. Aus der Historie wieder raus, wieder in den aktuellen Auftrag rein, um den Rabatt zu hinterlegen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Dir fehlt im Endeffekt, fehlen dir nur zwei Mausklicks, drei Mausklicks. Ja, wir sind hier in einem offenen Auftrag. Wir möchten jetzt in die Historie einsteigen, dann beenden wir diesen Auftrag nicht, sondern wir gehen zurück in den Belegkopf, den solltest du kennen, und wählen dann per rechte Maustaste hier auf den Button Kennzeichen. Rechte Maustaste und öffnen von hier aus die Historie. Ja, das heißt, von hier aus steigst du jetzt direkt in die Historie dieses Fahrzeuges ein, kannst oben den entsprechenden Beleg markieren und siehst unten, welche Teile, Arbeitswerte zu welchem Preis, mit welchem Rabatt verkauft wurden. Ja? Kannst dann, wenn du die Information abgegriffen hast, diesen Vorgang hier wieder, diesen Bereich wieder beenden und stehst direkt wieder im Auftrag. Also du musst den Auftrag nicht verlassen. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der dir fehlte, oder? Richtig, genau, das war es, worum es mir ging. Genau.
Ja, also wie gesagt, hier einfach mal merken, Kennzeichen ist ein Button, am besten mit der rechten Maustaste. Das geht einmal hier beim Kennzeichen, das geht aber auch weiter links beim Kunden. Wenn du Kundenhistorie aufrufen möchtest, dann bitte selber Weg rechts und dann Historie. Gut, dann habe ich wohl die Anfangsfrage ein wenig falsch verstanden. Damit kann man es eigentlich hier im KFZ-Bin ganz gut abfangen. So, müssen wir mal ganz kurz in den Chat gucken. Bei mir fehlt dieses KFZ-Bin-Symbol oben rechts bei euch im Smart Client. Ist das? Der Chat ist unterm Tisch. Ja, das Problem ist nur, der steht neben mir und meine Fenster sind ein bisschen zu schwach. Ich muss mich dann näher ranbeugen. Entschuldigung, ich trinke da kein Bier unterm Tisch. Nein, nein. Ja, die Frage von Herrn Heuschreiber war, dass er in seiner Smart Client Variante oben das KFZ-Bin-Symbol, sprich das Tetris-Symbol, nicht hat. Das wird wahrscheinlich daran liegen, auch dass die Schnittstelle nicht richtig eingerichtet ist. Auch da bitte einmal noch, entweder Olli, jetzt glaube ich schon, notfalls beim nächsten Kundennamen Hotline anrufen. Mit den Support weiterleiten, okay, dass die gut. Dann halt einmal die Schnittstelle nochmal registrieren. Gut. Tom, ich hätte gerne noch, hört ihr mich? Ja. Ah, wunderbar. Das, was Rano gerade gefragt hat, vielleicht nochmal einen kleinen anderen Weg, den wir quasi bei uns intern, wir schreiben ja unsere Rechnungen auch mit dem KFZ-Bin, regelmäßig benutzen. Wenn ihr nochmal auf Position klicken geht, also auf den Positionsdialog hier bei dem Auftrag, wir sind ja da auch ziemlich faul, dann gibt es über den Punkt Import die Möglichkeit, das mache ich an der Stelle relativ regelmäßig, links Rechnung, Belegposition und dann also, nur für diesen Debitor zu nutzen. Wenn die jetzt also vielleicht erstmal die zusätzliche Funktion dahinter. Normalerweise nutzen wir die Importgeschichte, um von externen Systemen etwas zu importieren. Was Stefan gerade anspricht, ist die Möglichkeit, innerhalb von KFZ-Bin aus Belegen desselben oder sogar eines anderen Kunden die Positionen zu übernehmen. Also durchaus eine praktische Geschichte. Wir können es gerne einmal durchspielen. Wir wählen jetzt hier die Option Rechnung aus, das hat er schon gemacht. Grenzen es auf den Debitor ein, sprich Debitornummer 10.065. Das heißt, wir möchten nur die Rechnung von diesem Kunden sehen. Wählen dann die Schaltfläche Import und sehen jetzt die für diesen Kunden hinterlegten Rechnungen. Ja, aber, und das ist der Punkt, Stefan, wo ich nicht ganz so mitgehe, wenn es mehrere Rechnungen sind, muss ich jetzt wirklich suchen, in welchem steckt denn jetzt diese Bremsscheibe drin. Aber wenn ich das weiß und übers Datum grob eingrenzen kann, ja, dann kann ich jetzt hier auf OK gehen. Ja, da müsste jetzt im Prinzip so ein Fenster aufgehen wie in der Historie vorhin eben. Ne? Genau, genau. Also jetzt hier sehe ich die Positionen. Ja, aus meiner Sicht ein Schritt zu spät. Aber hier sehe ich es dann auch nochmal. Aber vom Prinzip her, ja, besser wäre es vielleicht an dieser Stelle, müssen wir gerade mal probieren, Olli, wenn du das mal abbrichst, den Import nochmal startest. Damit kommt er jetzt in der Ecke oder was, nachdem ich mich jetzt 2 Jahre rumgequält habe. Ja, dann vielleicht mal gut, das bei Herrn Höninge nachzuurteilen. Ja. Ja, Herr Höninge, auf unserem YouTube-Kanal gibt es ein Video dafür. Echt? Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich hatte alle gesehen. Vielleicht ist es auch mal nur in einem Video mit erwähnt. Das kann durchaus sein. Ansonsten, falls es nicht so ist, ich werde es nachher gleich selber prüfen, werden Sie nächsten Monat eins bekommen. Tom, weißt du, was das Spannende ist? Bei mir sieht der Dialog, der Vordialog mit den Rechnungen noch ein bisschen anders aus. Ich habe nämlich oben die Rechnungsposition und oben die Rechnung und unten die Position. Weißt kann du, man warum? Einstellen? Das kann man einstellen, genau. Matthias weiß Bescheid. weißt du aus dem Kopf auch noch welche Einstellungen? Dann können wir es gleich zeigen, Matthias. Such mal nach Debitor bei Einstellungen, alles. Das ist nämlich okay. Genau, wenn du auf den Debitor eingrenzt, gibt es 2 verschiedene Ansichtsvarianten. Ich muss fairerweise dazu sagen, bin ich vorgestern drüber gestolpert. Vorgestern. Und wenn es vor 2 Jahren gewesen wäre, hättest du es ja immer noch im Kopf gehabt. Also von daher, wir probieren es gerne mal aus. Hätten wir es jetzt nicht auf den Debitor eingeschränkt, dann wäre die Ansicht von Haus aus schon so gewesen, wie Stefan es gerade beschrieben hat. Hatte ich recht? Ja, jetzt ändern wir die Einstellung mal. In dem Fall wohl auf 1. Beenden das Ganze. Gehen den Weg nochmal. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr das jetzt nochmal richtig schön lange durchspielen? So, also Aufträge, okay. Ist ja egal, was für einen Beleg ich jetzt eröffne, mach neu. Hol mir jetzt zunächst erstmal den Kunden
in den Beleg rein. Ja gut, das spare ich mir jetzt hier. Mache ja einen neuen Beleg. Gehe auf die Position. Und dann jetzt hier auf Import. Im unteren Bereich auf die Belegposition wähle ich jetzt im Prinzip aus, welchen Beleg möchte ich was importieren. Wir nehmen das Beispiel Rechnung. Ausgangsbelege bleibt bestehen und nur auf dem Debitor von diesem Kunden. Import. Ja. So, die Ansicht meintest du, ne, Stefan? So sieht das üblicherweise im Standard aus, ja. Ja, genau. Dann kann ich oben durchgehen quasi. Und das, was Frano, glaube ich, meinte, wenn du jetzt sagst, okay, ah, da war die Inspektion mit dem Ölfilter, der Wasserpumpe, dem Zahnriemen, dass ich dann sagen kann, die möchte ich haben, drücke auf OK, dann werden mir die Positionen vorgeschlagen oder im Detail nochmal ausgewählt, ob ich alles übernehmen möchte, das heißt die Inspektion vom letzten Mal quasi kopieren. Oder ich sage, hier, pass mal auf, die Bremsscheibe, die interessiert mich nicht, ich will nur die ersten drei, sage dann Übernahme und habe die dann direkt drin. Und das ist das Spannende. Ich spare mir halt einfach Zeit, den ganzen, Entschuldigung, Mist halt nochmal abzutippen. Und das Komfort an der Stelle. Aber dasselbe hat man doch eigentlich auch mit der Option mit dem Duplizieren unten, oder? Ja, Herr Hönicke, genau. Darauf habe ich jetzt gewartet. Ja. Herzlichen Dank dafür. Dafür gibt es nämlich auch ein Video und das Duplizieren ist aus meiner Sicht fast noch die bessere Variante. Man muss halt nur im Vorfeld wissen, in welchem Beleg das Ganze steht. Ja? Aber wie gesagt, das ist jetzt mal nicht so das Hauptthema. Frano, für dich erstmal, wir haben jetzt verschiedene Wege gezeigt. Ich glaube, der kurze Weg war schon mal, dass du die Historie von hier aus aufrufen kannst, ohne den Beleg zu verlassen. Und diese Geschichten mit dem Importieren oder auch Duplizieren, A, gibt es dafür, wie gesagt, Schulungsvideos oder B, können wir das natürlich auch so nochmal zwischendurch mit zeigen. Gut. Im Bereich Schnittstelle Next haben wir soweit die wichtigsten Funktionen, denke ich, soweit dargestellt. Sie haben schon festgestellt, das hat jetzt deutlich länger gedauert als die anderen beiden Varianten, ganz einfach deswegen, weil es mehr Möglichkeiten gibt. Die Tendenz wird auch dahin gehen. Wie weit das jeweils bei Ihrem Großhändler ist, können wir von hier aus nicht beurteilen, aber da wird sich sicherlich auch was tun in nächster Zeit. Wie sieht es denn eigentlich mal aus mit so einer Schnittstelle zu Partslink? Wunderpunkt? Ja, das ist eine Frage, die uns seit vielen, vielen Jahren begleitet. Es ist vom Prinzip her so, wir haben da was. Ich glaube, da bei Weitere steht es drin. Partslink 24 Warenkorb. Wenn, Stefan, korrigiere mich bitte. Mein Stand ist der, wir können aus Partslink 24 immer erst dann etwas per Schnittstelle übernehmen, nachdem wir es dort bestellt haben. Ja. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Oftmals werden dort ja nur Positionen oder Artikelnummern rausgesucht und dann im Katalog des Großhändlers umgeschlüsselt und dann dort bestellt. Ja, das heißt, da würde jetzt die Schnittstelle schon mal nicht greifen. Wir können mit dem, was wir da anbieten, immer erst dann in den Beleg übernehmen, nachdem wir original bestellt haben. Ja? Könnt ihr da trotzdem mal hingehen, dass man mal guckt, wie das aussieht? Genau, das werden wir jetzt schlecht können, weil wir da keine Zugangsdaten haben. Da muss ich jetzt wahrscheinlich, Olli, musst du was? Nee, ne? Ja, nee, habe ich nicht. Wir müssen dann auch erstmal diese Schnittstelle richtig einrichten mit den ganzen Zugangsdaten. Also vom Prinzip her ist es relativ einfach. Es gibt an der Stelle keine Zugangsdaten. Ich gehe in Partslink 24 rein, melde mich an und nachdem ich eine Bestellung durchgeführt habe, habe ich dann die Möglichkeit, diesen Warenkorb in eine CSV-Datei auf die Platte zu speichern. Und genau diese Datei kann hier eingelesen werden. Das machen die Jungs von Partslink natürlich clever. Also ich habe schon eine Niere angeboten für so eine Schnittstelle, dass wir die Daten von denen abgreifen können. Da haben die aber überhaupt kein Interesse, weil die natürlich sagen, sie gehören den OE-Herstellern und wollen natürlich so viel wie möglich der Produkte in OE umschlüsseln oder in OE behalten. Und unser Ziel als freier Markt ist natürlich, so viel wie möglich von den Stoßdämpfern von VW, Ölfiltern von BMW und Kupplungssätzen von Fiat als Beispiel auf den Aftermarkt umzuschlüsseln. Deshalb ist da keine offizielle Schnittstelle. Es ist nicht so, als würde da nichts gehen, aber es gibt offiziell keine Schnittstelle, die von Partslink, außer den Warenkorb nachher am Ende nach der Bestellung runterzuladen, keine offiziell freigegebene Schnittstelle. Alles klar, vielen Dank. Okay, Tom, einmal ganz kurz. Der Carsten Hildebrand hat nochmal gefragt bezüglich dieser Einstellung, die ich ihm gerade vorgenommen habe, mit dieser Funktion, ob er die noch einmal sehen kann. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Das war mir ein bisschen zu schnell, danke. Einmal hier oben auf Stammdaten.
Ist klar, das weiß ich. Programmeinstellung. Weiß ich auch. Und dann einmal hier auf den Reiter Einstellung. Was man dann größer auf der unteren bitte. Reihe auf alles gehen. So gehe ich grundsätzlich vor und habe jetzt einfach Debitor in diesen Eingabefeld eingetragen. Ja. Und dann wird diese Liste gefiltert und dann in der Spalte Wert den Wert eintragen, der dann hier in der Spalte Text dargestellt wird, also 0 Laufzeit optimiert und 1 halt nicht Laufzeit optimiert an sich mit Punkt, Punkt, Punkt. Eine 1 rein, das kann das nehmen. Ganze natürlich auch Vollbild machen, denn die Felder noch ein bisschen weiter aufziehen. Nee, alles gut, reicht mir. Das war's gewesen. War mir zu schnell, ich hab's nicht mitgekriegt. Dankeschön alles nochmals. Alles gut, jo. Perfekt, vielen Dank. Gut, ja, haben wir sonst noch was im Chat? Wohl nicht, oder? Doch, ich muss noch einmal zurückgreifen auf den Jan Heuschreiber. Wir hatten ja vorhin, ich glaube, immer gesprochen wegen dem Smart Client. Sie schreiben WMK Plus. Das ist natürlich auch eine Schnittstelle, die muss eingerichtet werden. Das ist die sogenannte GSI Remote Schnittstelle. Und dazu müssen wir das dann halt auch entsprechend einmal über die Hotline machen. Ich weiß jetzt nicht, welche Kfz-Win-Version Sie haben. Da muss natürlich auch eine etwas neuere Version eingespielt werden. Aber ich werde das mal weiterleiten und dann wird man mit Ihnen auch nochmal Kontakt aufnehmen diesbezüglich. Ja, ich habe bei mir jetzt die 2.5352 drauf. Mhm. Müsste eigentlich funktionieren, aber es muss nochmal ein separates Tool installiert werden. Also eine separate Datei, die nennt sich GSI Remote Schnittstelle. Das ist ein Programm, was ausgeführt werden muss, damit die Kommunikation hergestellt werden kann zwischen Kfz-Win und dem Browser auch, also den WMK Plus. Ja? Kann ich denn deswegen auch den Neukunde nicht im WMK Plus anlegen und dann in den Kfz, weil diese Funktion, die ihr da eben gezeigt habt, die kannte ich gar nicht. Genau. Geht nicht, weil Sie noch keine Verbindung haben. Also im Prinzip die sogenannte Rückwärtssuche, aus dem Katalog rüber zu gehen ins Kfz-Win. Die funktioniert bei Ihnen nicht. Sie können nur, ich sag mal, aus dem Kfz-Win direkt auf den Katalog zugreifen, WMK Plus. Genau. Und das funktioniert bei mir immer nur, nachdem ich übergeben habe. Ja. Und dann importiere. Also, nur einmal. Ja, das mag sein. Also wir müssen da einmal diese GSI-Remote-Schnittstelle installieren. Und dann musst du einmal kurz diese Next-Schnittstelle nochmal konfiguriert werden in den Webkatalogen im Kfz-Win. Dann muss noch was eingetragen werden im Webcat Next. Das ist so ein API-Code. Ja, und dann funktioniert es nachher auch. Alles klar, top. Dann werde ich das nächste Woche mal angehen. Ja, ich werde das aufschreiben und auch an die entsprechende Hotline weitergeben, ja, dass man da die Schnittstelle einmal mit dieser GSI-Remote-Schnittstelle entsprechend einrichtet. Gut. Danke dir. Haben wir sonst noch was im Chat? Oder ja, gerne. Andere Fragen? Ja, da ist eine Frage reingekommen von den Herrn Kiefinger. Hallo, bei mir befindet sich bei den weiteren Schnittstellen keine Parzling 24-Schnittstelle. Ja, Herr Kiefinger, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß ehrlich nicht gesagt, ob die Schnittstelle Geld kostet. Ich weiß nicht, Tom, weißt du das? Bei den ganzen Schnittstellen heutzutage, die wir ja im System haben. Ja. Nochmal bitte, Tom? Ich sage, im Zweifel kostet sie natürlich Geld. Nein, ja. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Nachdem sie ja auch nur zum Teil wirklich zum Ziel führt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die wahnsinnig teuer sein wird. Bei uns wird sie halt mit Sicherheit angezeigt in unserer Version, weil dann natürlich mal alles freigeschaltet ist, was es gibt. Bei Ihnen müsste man das im Einzelfall prüfen. Also da vielleicht einmal auch wir notieren zu lassen, Sie zurückrufen oder wir prüfen es selber und geben Ihnen dann eine Info dazu. Ja, dann können wir es auch vielleicht mal testweise ausprobieren, ob Ihnen das wirklich weiterhilft oder ob Sie sagen, naja, so richtig ist es das doch nicht. Ne? Aber der Olli schreibt schon, da kommt noch was. Okay, danke. So, dann kam noch eine Frage. Noch Videos auf YouTube. Achso, ja, gut. Ja, das ist die richtige Frage. Vielen Dank dafür. Morgen geht das nächste Video online zum Thema Mitarbeiter- und Benutzeranlage. Ich weiß, das ist jetzt nicht das spannendste Thema für Sie alle, aber wir haben festgestellt, nachdem das ja in viele Programmbereiche eingreift, also ob das jetzt das Kassenmodul ist, ob das der Werkstattplaner ist oder, haben wir das mal mit auf die Agenda genommen. Das geht morgen viral online. Bin gespannt, wie viele Klicks es gibt.
Das ist der Plan jetzt für Februar. Olli, was haben wir im März? Hast du es noch? Ich glaube, die Rechteverwaltung wollten wir da eventuell hochschieben, oder? Na, jetzt im Februar, also jetzt geht erstmal raus, was du schon gesagt hast, mit dem Benutzer. Und dann haben wir erstmal die Paketverwaltung und dann kommt die Rechteverwaltung. Ja, genau. Mein Fehler. Alles gut. Wir arbeiten ja auch immer so an dem Design von den Videos und ab März gibt es Kfz-WIN-Videos im neuen Design. Genau. Und deswegen geht jetzt noch einmal vorab nochmal ein älteres Format raus. Ja. Gut, ich möchte vielleicht noch jetzt abschließend diesen Moment nutzen, um das Thema Schnittstellen so ein bisschen rund zu machen. Wir haben ja eingangs angesprochen, dass wir Ihnen eine Liste zeigen, welche Schnittstellen, hoffentlich haben wir alle, welche Schnittstellen wir anbieten über Kfz-WIN. Das können Sie jederzeit selber auch einmal prüfen, wenn Sie so wie der Olli gerade hier die Hilfefunktion starten an dieser Stelle. Dann auf die Kfz-WIN. Okay, also diesen Weg gehen. Ja, ich war eben gerade auf Updates, glaube ich, drauf gewesen. Wollte ich ja nicht. Ich will ja kein Kfz-WIN-Update machen. Im Zweifel jetzt nicht, nein. So, jetzt sind wir hier in der Online-Hilfe, die meisten von Ihnen ja wahrscheinlich kennen. Und jetzt, wie hattest du es vorher gefunden? Tom, sorry, ich bin gerade... Also Schnittstellen wollten wir haben, ne? Genau, ja, ich war gerade ein bisschen abseits. Also wir haben hier den Menüpunkt auf der linken Seite unter Schnittstellen und einmal eine einzelne Auflistung über gewisse Schnittstellen. Oder hier im rechten Bereich eine Übersicht der kompletten Kfz-WIN, also der verfügbaren Schnittstellen, als PDF-Dokument. Wird ein separater Browser geöffnet. Sie haben hier die Möglichkeit, dann die entsprechenden Schnittstellen einzusehen. Preise erfahren Sie dann bei uns. kann man, ich glaube, so standardmäßig liegen wir mal so bei 195 Euro, bin ich der Meinung, so um und bei. Plus, minus. Genau. Aber hier hat man zumindest schon mal einen Überblick über die ganzen Online-Kataloge. Der Tom hat es ja im Vorwege schon genannt gehabt mit diesem Artikelkonverter. Da kommen wir auf über weit 200 Schnittstellen über den Artikelkonverter. Da ist immer unser Kollege, der Marc Volker, ist immer sehr aktiv bei, der programmiert das auch. Und ja, das wird ja dann nochmal ein extra Thema werden mit dem Artikelkonverter. Und ich könnte mir schon vorstellen, der Marc freut sich schon drauf. Ja. Marc Volker ist unser Spezialist für dieses Thema. Genau. Genau. Gut. Das war aus unserer Sicht mal so das Hauptthema für heute, Schnittstellen. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt noch ein paar vermisst. Die Frage nach Audanet kam ja vorher schon. Da geht es ja schon in die Richtung Schadenskalkulation. Wie gesagt, da tut sich jetzt wahrscheinlich im Laufe des Jahres was. Was wir schon fertig hätten, wäre eine Schnittstelle zu DAT, auch ein Kalkulationsprogramm. Das haben wir heute bewusst außen vor gelassen, weil wir das wahrscheinlich dann in einem der nächsten Stammtische nochmal zum Thema machen werden und dann sogar jemand von DAT mit dabei sein wird, der uns da noch ein paar oder uns abholt und ein paar Neuigkeiten auch gleich in DAT mit vorstellt und wir natürlich dann auch die Übergabe wieder zu Kfz-WIN zeigen, weil das ist natürlich auch eine Funktion, die unheimlich viel Schreibarbeit spart. Deswegen da nicht wundern, die haben wir heute ganz bewusst außen vor gelassen. Das kommt dann im Laufe des Jahres nochmal. Gut. Ja, es sind nochmal ein paar Fragen reingekommen, Tom. Der Viktor Jede hat nochmal angefragt, ob nochmal zum Thema Schnittstellen auch nochmal Videos kommen. Wenn ich so Tom in die Augen schaue, Tom, ich denke, da wird mit Sicherheit auch noch was einiges passieren. Da müssen wir aber halt mal gucken, weil wir ja unterschiedliche viele Schnittstellen haben und jede Schnittstelle hat natürlich immer ihre Besonderheit zum Einrichten. Also da werden wir nicht alle 200-300 Schnittstellen in einem Video zeigen können. Das ist einfach nicht machbar. Ja. Da vielleicht eins, speziell für DAT wird es ein Video geben, ja. Wenn du bitte mal kurz in die Videos reingehst. Es gibt ein Video für die Positionserfassung, bilde ich mir ein, heißt das. Und da wird zumindest in Kurzform das Thema Schnittstellen auch mit angesprochen. Also wenn du oben die Rubrik Belege auswählst, oder so, ja. Dann ist, ja, warte. Da gibt es ja drei Videos für die Belegerfassung. Einmal Positionen, einmal Kopfdaten, Positionen. Das müsste es eigentlich sein. Genau.
Ich bilde mir ein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, da habe ich das gezeigt, wie man ein Redesign und einen Smart Client ansteuert. Es kann durchaus sein, dass da die Next-Welt noch gefehlt hat, weil das ist schon eine Weile alt. Ja, das sieht nach Smart Client aus. Also da können Sie gerne noch mal reinschauen für die Smart für die Next-Welt. Da muss ich wohl noch was machen. Müssen wir noch was machen. Ja. So, dann würde ich, der Stefan Schneider hat noch einen Hinweis. Stefan, feuerfrei, würde ich sagen. Olli, würdest du noch mal ein starkes 4.0-System reingehen? Und dann hatten wir ja die Positionshistorie, also wo wir quasi am Fahrzeug gesehen haben, am Ersatzteil, dass wir das schon mal verbaut haben. Wenn du da noch mal in den Katalog reingehen würdest. Geht los. Dann glaube ich, Bremse oder was wir hier hatten, das wisst ihr besser als ich. Fahrzeugdetails. Nee, einmal links auf die Fahrzeugteile, auf die Bremse. Und da war ja gerade von Bosch irgendein Produkt da, wo ja was schon, wo es schon mal eine Rechnung dazu gab an der Stelle. So, und wenn man jetzt hier, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die erste Zeile, da gibt es quasi das Kennzeichen von dem Fahrzeug und hinten gibt es den Punkt Beleg öffnen. Das heißt, er zeigt mir jetzt hier, wenn ich da drauf klicke, nochmal explizit an, in welchem Rechnungsbeleg, hier haben wir jetzt hier mehrere, diese Position drin war. Und jetzt kann ich hier auch, nochmal zu der Frage von vorhin, die Sachen auch nochmal in den Warenkorb packen. Das heißt, ich sehe es sowohl direkt im Katalog und kann auch quasi, muss jetzt nicht alle einzeln durchsuchen, sondern springe vom Produkt quasi drauf, sehe, okay, habe ich damals 125 Euro dafür berechnet als Verkaufspreis. Das ist auch nochmal eine Abstimmung da dazu. Also wir versuchen, und das ist das Ziel, so viel wie möglich Informationen aus den beiden Welten, Warenwirtschaft und Katalog, ja, zu verbinden, weil diese Fragen, und das ist völlig zu Recht, Arbeitseffizienz, das herzustellen, um einfach schneller und einfacher arbeiten zu können. Das ist, glaube ich, das, was uns da am allermeisten und auch die Kollegen antreibt. Stefan, genau das habe ich gesucht. Vielen Dank dafür. Na, wenn das einer wissen muss, dann der Stefan. Insofern vielen Dank für den Nachtrag noch dazu. Und natürlich dieses Verbinden zwischen Katalog und Warenwirtschaftssystem, wer sollte das besser können als Topmotiv, wo beide Systeme aus einem Haus kommen? Viel enger geht es nicht miteinander. Ja? Gut, vielen Dank für den Nachtrag dazu noch. Gibt es jetzt aus Ihren Reihen noch Fragen zu dem Thema? Ja, eine Frage gibt es hier tatsächlich noch. Gibt es Möglichkeiten, Schnittstellen zu Iveco-Fahrzeuge? Da schauen wir doch mal. Ich bin der Meinung, ich hatte was gelesen. Ich muss mal eben einen Beleg öffnen, um halt auf diese Import-Schnittstelle nochmal zu wechseln. Ja, also wir haben hier was von Iveco tatsächlich. Und ich bin der Meinung, da haben wir dann auch noch die weiteren, diese EPC und die ganz normale Iveco Repair Schnittstelle. Das war der Herr Lachmann gewesen, hatte die Frage nochmal im Chat gestellt. Okay, also zum Teil hat es ja schon beantwortet. Ich habe da so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir da aber im Einzelfall prüfen müssen, was da aktuell noch genau funktioniert, weil da wohl auch ein bisschen was geändert wurde bei Iveco. Ja. Das heißt, ja, in dem Fall werden wir das auch an die Kollegen vom Support weitergeben, die das mit Ihnen vielleicht einfach mal testweise einrichten, mal gucken, was da hin und her kommt. Da können wir jetzt nicht 100% sagen, ob das im Moment noch auf dem aktuellsten Stand ist. Es gibt da was, wie viel das kann, das müssen wir im Einzelfall bei Ihnen prüfen und da werden sich die Kollegen melden. Ja, dann kommt noch mal eine Frage rein von den Franno. Der fragt noch mal an, ob Rechnung per E-Mail versenden möglich ist, beziehungsweise ob das auch zum Thema Schnittstellen passt oder halt ein anderes Thema. Ich würde das sagen, das sollten wir als ein separates Thema behandeln, weil das artet dann wieder zu tief in den ganzen weiteren Bereichen, auch wo ich auch an der Stellschraube drehen muss. Oder Tom, wie siehst du das? Kurz beantwortet, prinzipiell ja, es geht. Etwas ausführlicher, dafür muss ein bisschen was eingestellt sein. Da haben wir, glaube ich, letzte Woche schon nochmal, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Das wird nochmal ein Thema. Das ganze Online-Verschicken von Serienbriefen, Rechnungen etc. kommt natürlich immer mehr. Das werden wir nochmal zum Extra-Thema machen. Aber ja, prinzipiell geht da schon was. Genau. Dazu habe ich nochmal eine Frage, und zwar Kostenvorschlag oder Angebot online verschicken habe ich jetzt schon gemacht. Funktioniert auch wunderbar. Nur ein Kunde sagte mir, das wäre bei ihm im Spam-Ordner gelandet. Liegt das an Kfz-Win oder muss ich mir da über meinen Outlook Gedanken machen?
Also im Prinzip ist es so, das liegt nicht an Kfz-Win. Das wird daran liegen, dass der Kunde seine ihre E-Mail-Adresse wahrscheinlich nicht irgendwie gespeichert hat. Ja, oder dass im Prinzip im Betreff irgendwas drin stand, was bei dem Empfänger durch einen Filter in den Spam-Ordner reingegangen ist. Also da haben wir keine Möglichkeit, also keinen Eingriff für. Vielleicht kann ich da kurz was zu sagen, weil ich habe das Problem bis vor kurzem auch gehabt, schon seit einem Jahr. Mir ist aufgefallen, wenn du in den Postausgang guckst, wenn du mit Outlook versendest, dass die Empfänger-E-Mail-Adresse immer zweimal drin steht. Also das heißt nicht test@topmotive.eu, sondern die steht zweimal drin. Und das war bis vor kurzem, wo das erst gefixt worden ist, immer so, okay. Auch bei mir. Okay. Aha, also allgemeines Problem, sehen Sie, das ist an uns offensichtlich bisher vorbeigegangen. Schön, wenn Sie sagen, es ist gefixt worden. Ich weiß jetzt nicht, wann Sie es zuletzt probiert hatten. Also ich habe es jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen habe ich es erst, ich glaube jetzt gerade um die Neujahrswende, habe ich es erst geupdatet bekommen. Okay. Also es wird ja so sein, dass jetzt für die reinen Kfz-Win-Kunden in etwa Anfang, Mitte Februar ganz offiziell ein Update rausgehen wird. Für die reinen Kfz-Win-Kunden erstmal. Und da wird es dann mit Sicherheit auch mit drin sein. Ja, wenn das offensichtlich in der Zwischenversion schon gefixt wurde, dann werden wir das auch mit übernehmen in die offizielle Version, die dann raus auch an Sie geht. Genau. Dann habe ich noch eine allgemeine Frage. Und zwar kann ich Ihnen veranlassen, wenn ich beispielsweise auf das Feld Belege gehe, dann steht er ja standardmäßig immer in der Position Rechnung. Wenn ich in das Programm gehe, dann suche ich aber grundsätzlich nach Aufträgen. Kann ich ihn dazu veranlassen? Ist das irgendwo einzustellen oder ist das einfach so? Nein, Herr Dietz, das ist natürlich eine Einstellungssache. Ich bin schon auf dem Wege dorthin. Also da wechseln Sie in die Stammdaten, gehen auch hier wieder in die Programmeinstellung. Und dann haben wir hier drei Reiter über Belege 1, 2 und 3. Wenn ich jetzt mal in Belege 1 reinwechsle, dann haben Sie im Unterbereich Vorbelegung Belegliste. Und bei Ihnen wird die Option Rechnung aktiviert sein. Und hier können Sie sagen, wenn Sie sagen, ich möchte es auf Auftrag haben, einfach auf Auftrag gehen, fertig. Abspeichern unten rechts, also über Beenden. Dann nochmal speichern, also auf Ja klicken. Und wenn Sie jetzt im Belege wieder starten, ist das Optionsfeld die Vorbelegung auf Aufträge. Das war's schon. Es ist ein geiles Programm, das ist einfach so. Das haben Sie jetzt fein gesagt. Dann können wir eigentlich jetzt Feierabend machen. Nein, gar nicht, aber vielen Dank für das Lob. Wir sind nur, denke ich, schon mittendrin in dem vorletzten Programmpunkt, Frage-Antwort-Spiel. Ja, also genau solche Kleinigkeiten, wenn wir es so auf die Schnelle lösen können. Wie spät haben wir denn überhaupt? Ein paar Minuten haben wir noch. Also wenn Sie noch Kleinigkeiten haben, wo wir Ihnen noch mit Bewegchen helfen können, dann gerne raus damit. Ansonsten dürfen jetzt die Ersten oder die Nächsten ihr Bierchen aufmachen. Oder ihr Spezi. Ja, ich möchte jetzt gerne noch zum Abschluss sagen, weil wir haben ja hier den Herrn, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, mit seiner Iveco-Schnittstelle nur als Beispiel. Der Herr Lachmann war das. Wir sollen einfach nochmal beigehen. Wir haben natürlich auch einen tollen Track-Katalog inklusive FIN-Abfrage. Ja, also wäre auch vielleicht nochmal was für Sie. Wird auch bei WM, ich denke mal bei, ich weiß jetzt nicht, Tom, da kannst du mir vielleicht helfen, bei Stahlgruber werden solche Track-Kataloge natürlich auch integriert in das, in dieses neue Katalogsystem. Also von daher einfach mal auch an Ihren Großhändler wenden, Herr Lachmann. Das wäre die beste Alternative. Das ist eine Option, genau, über den Großhändler, wenn entsprechend der im NKW-Bereich unterwegs ist natürlich. Das gilt ja nicht für alle Großhändler, ne? Aber wie zum Beispiel jetzt angesprochen WM, die machen das. Wir haben diesen Truck-Plus-Katalog von uns mit Fragestellnummer, Abfrage, OE-Nummer-Suche und so weiter. Das ist schon eine tolle Geschichte. Wir als Topmotive bieten das selbst natürlich auch an. Ja, gar keine Frage. Auch das sollte man mal mit erwähnen. Sollte man aber dann, wenn da Bedarf besteht, nochmal direkt miteinander sprechen. Also wenn da Interesse besteht, dann stellen wir gerne den Kontakt zu unseren Truck-Experten her. Da gehören wir beide, Olli, lass mich lügen, nicht wirklich dazu.
Nein. Wir können nicht alles. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, wenn ich jetzt beispielsweise einen Ölfilter habe von Mannfilter, der hat ja eine gewisse Artikelnummer bei Mann, und der hat ja Referenzen hinterlegt, welche Originalteile her Nummer dahinter steht. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, ich prüfe in Kfz-Win, ob ich unter Umständen die Originalteilenummer auf Lager habe? Die Mannnummer wird er mir ja anzeigen, da wird er ja sagen, pass mal auf, das hast du auf Lager, das haben wir ja schon gesehen. Aber er prüft natürlich nicht, glaube ich jedenfalls, die Originalteilenummern, die dahinter stehen. Das können ja 2, 3, 4, 5 sein im Zweifelsfall. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe, ob Sie wissen, was ich meine. Also ich noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Also, ich auch nicht. Ich sag mal, der Filter hat beim Mann die Teilenummer W819. Ja, beim Mann. Mhm. Und das ist in Original beispielsweise eine Volvo Artikelnummer 3517857. Wäre die Originalteilenummer. Also eigentlich geht man ja den umgekehrten Weg, gibt die Originalteilenummer ein, 3517857, und erhält die Teilenummer von Mann. Der umgekehrte Weg wäre unter Umständen eben auch interessant für die Kollegen, betrifft uns zum Beispiel, die auch Originalteile auf Lager haben. Die würde ich aber über diesen Weg nicht rausselektiert bekommen. Wie sind denn diese Originalteile angelegt worden? Manuell oder durch einen Preisimport oder wie wurde das gemacht? Durch einen Preisimport und mit der Originalteilenummer. Also die wurde nicht importiert? Nee, nicht über, die sind angelegt worden über eine Preisdatei mit einem eigenen Lagerbestand. So, und jetzt habe ich den Artikel 3517857 auf Lager, weiß es aber im Zweifelsfall gar nicht, weil ich über den Auftrag beispielsweise bei uns in Kraft Digital gehe und sage, ich will jetzt für ein Auto eine Inspektion raussuchen, wo genau dieser Ölfilter gebraucht wird, aber Kraft Digital mir natürlich nur den Mannfilter anbietet. Und beim Mann ist ja aber hinterlegt, welche in Anführungsstrichen, welche Referenznummer ist das? Also welche Ursprungs-Originalnummer ist das? Und die kann ich nicht prüfen, glaube ich zumindest. Ja, das stimmt. Ich habe das Thema auch. Verständlich also geworden? Bin ich nicht, ja. Das ist richtig. Müsste ich jetzt auch nicht. Das Problem, was ich erkenne. Meine Information wäre, dass wir eigentlich nur über die Artikelnummer suchen, eine Gebrauchsnummer suchen, die Herstellernummer und die Bestellnummer. Das sind diese Nummernfelder, die hier durchsucht werden. Die Originalnummer, meiner Meinung nach, Sie sehen es auch hier in der Artikelliste, die Spalte Originalnummer sitzt hier zum Beispiel auch leer. Das kriegt man nicht hin. Mhm. MK18-Bin selber nicht. Ja, im Katalog natürlich schon. Ich weiß nicht, mit welcher doch Kraft Digital war es. Wenn Sie da auf diesen Artikel gehen, vielleicht können wir nochmal den aufmachen, Olli, bitte. Sagen Sie uns nochmal diese Originalnummer, die Sie da im Kopf hatten. Oder diese Herstellernummer W819, ja, nehmen wir die. Ja, ich habe ja W819 eingegeben, habe ich nicht drin. Ich habe hier, das geht ja bei mir auf 820 erst los. Also die Nummern stimmen nicht überein, das war jetzt nur aus dem Kopf gesagt. Also das wird nicht passen. Also nochmal, wir finden es hier im Kfz-Win definitiv nicht, wenn dann nur im Katalog. Deswegen, Olli, müsstest du bitte nochmal in starkes 4.0 gehen, weil wir reden ja von Kraft Digital, das ist ja dann wohl das Pendant zu starkes 4.0. Da suchen wir jetzt mal nach der Artikelnummer W819. Damit es jetzt schneller geht, über die Artikel direkt suche. Dann werden uns ja erstmal hier Artikel angezeigt. In dem Fall jetzt eine Wasserpumpe. Und jetzt könnten wir natürlich hier bei einem Artikel, zum Beispiel Febi, auf den Artikel nochmal draufklicken, beziehungsweise hinten auch auf die Details draufklicken, um dann im unteren Bereich oder so oben kann man es auch auswählen, auf Referenznummern zuzugreifen, so wie hier in dem Fall Smart OE-Nummern. Wenn ich jetzt eine solche Originalnummer anklicke, das ist ja dann der nächste Schritt, können wir gerne nochmal durchspielen, dann wird nochmal speziell nach dieser Originalnummer gefiltert und dann diese dazugehörigen Teile angezeigt. Ist das in etwa so, was Sie meinten? Nee, weil jetzt genau das ja, aber jetzt müsste geprüft werden, ob ich
diesen Artikel, diese Artikelnummer in Kfz Wind auf Lager habe. Und das tut er eben nicht. Das tut er schon. Also wenn der Mannfilter, den Sie auf Lager haben, diese Originalnummer verknüpft hat, die wir gerade ausgewählt haben, dann würde der jetzt ja mit angezeigt werden. Dann würden Sie jetzt auch den Bestand sehen. Ja, Sie müssen aber diesen Umweg gehen, den einen Artikel anzuklicken, in die Details reinzugehen, eine Originalnummer auszuwählen, umzuschlüsseln und dann erst könnten Sie auf diesen Mannfilter stoßen. Das ist ein bisschen mühsam, aber anders kriegen wir es nicht gelöst. Meines Erachtens. Ja, okay. Das muss ich mal probieren. Okay. Moment, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, weil im Chat haben wir einen Kollegen, der mir da was anderes mitteilt. Carsten, magst du vielleicht ganz kurz dein Mikro anmachen? Das ist, glaube ich, besser, als wenn wir hier das über den Chat lösen. Meinst du mich? Na, Entschuldigung, Carsten Bonde. Carsten Bonde. Hallo, hört man mich? Ja, ja, perfekt. Ja, okay. Oliver, geh bitte zurück zu KfZ-Win in der Artikelliste. Ja. Wir arbeiten gerade daran, dass man nach allen möglichen Nummern suchen kann und auch über die neuen Katalogstrukturen. Deswegen gibt es oben links bei der Suche, rechts neben dem Eingabefeld gibt es dann die schrittweise Suche und daneben ist dieses Glas. Globale Suche. Genau. Draufklicken. So, jetzt gib mal ein, irgendwie 1, 2, 3, 4 Sterne zum Beispiel. Achtung. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, auch ich habe manchmal, ne? Ja, umgekehrt. 1, 2, 3, 4 Sterne. Am Ende so, ein Stern. Ja, ja, Entschuldigung, Carsten. Ich wollte mal nur gucken, ob du aufpasst. Und Enter. So, das ist eine Suche über sämtliche Nummern, die wir irgendwie gespeichert haben. Verweisenummern, OE-Nummern, Herstellernummern, Bestellnummern, Artikelnummern, weiß der Geier was an Nummern, alles. Und über alle Kataloge auch. Und da sieht man auch die Bestände, wenn ich im rechten Sinne. Genau. Das ist gut. Und okay, aber wie du gerade sagst, das ist eine Funktion, an der aktuell noch gebaut wird, meines Wissens. Ne? Also die ist ziemlich neu. Ja, ja, die gibt es seit vor 3 Wochen in der ersten Version und diese Woche wird die neue, noch bessere Variante auch fertiggestellt. Da freut sich jemand richtig. Jawohl. Sehr gut, da freuen wir uns offensichtlich alle. Das ist nämlich genau das, was der Kunde gesucht hat. Ja, und diese Suche, auch mit dem Stern, geht übrigens auch in der Positionserfassung mittlerweile. Das heißt, da kann man auch nach dieser Nummer suchen. Also wenn man in einem offenen Beleg steht und dann bei Artikelnummer 1, 2, 3, 4 Sterne reinschreibt, dann haben wir denselben Effekt. Genau. Es wird alles durchsucht, wo irgendwo 1, 2, 3, 4 drin vorkommt, korrekt? Das Neueste aus der Software-Schmiede. Wunderbar, deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir dich heute im Stammtisch mit dabei haben für alle Kunden und anderen Kollegen. Das ist der Mann, der die geilen Sachen macht hier im KfZB. Und jetzt kommt der Kracher. Heute habe ich eingebaut, unten links neben OK. Ist ein neuer Knopf hinzugekommen, da kann man direkt auch eine Verfügbarkeitsanfrage beim Lieferanten auch stellen. Ist der Artikel überhaupt lieferbar? Wo bist du jetzt, Carsten? Sorry. Du hast zum gemacht, die Maske. Mach nochmal die Maske auf. 1, 2, 3, 4 Sterne. Einmal Sterne löschen, wieder reinzippen. Nein. Genau. Da, und da ist jetzt ab heute, also in der nächsten neuesten Version, links neben OK noch einen weiteren Knopf. Da steht drauf Verfügbarkeitsanfrage und da kann man direkt den Artikel, den wir oben markiert haben in der Liste, beim Lieferanten auch anfragen, ob der lieferbar ist. Ah, okay. Perfekt. Das ist eine normale Geschichte, weil bisher war es natürlich so, ich musste diesen Artikel immer erst den Beleg übernehmen und konnte danach die Verfügbarkeitsanfrage machen, ja, über rechte Maustaste zum Beispiel. Jetzt kann ich das schon hier in diesem Auswahlfenster, also nochmal eine ganze Ecke kürzer. Ja, das geht halt Richtung Recherche, ne? Weil dadurch, dass auch Vergleichsnummern hier auch gezeigt werden, kann man ja auch gucken, welcher Lieferant kann heute oder morgen liefern gegenüber von erst nächste Woche zum Beispiel. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank für deinen Input. Dem Kunden haben wir, glaube ich, schon mal geholfen und wir selber haben auch was gelernt. Ja, ist auch neu. Vielen Dank, Carsten. Danke dir. Danke, Carsten. Gut, weitere Fragen? Alle keinen Bock mehr? Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht, aber irgendwann ist das auch mal gut. Ne? Wir haben ja eigentlich gesagt, bis 20 Uhr, jetzt hängen wir eh schon ein paar Minuten drüber, aber wir wollen sie durchkommen. Ne? Deswegen uns sind die 10 Minuten da nicht so wichtig jetzt. Wenn Sie noch was haben, dann gerne raus, ansonsten wechsle ich zur Verabschiedung. Na, aber dann würde ich noch eine Frage vielleicht stellen oder ein Anliegen, weil wir auch gerade bei Schnittstellen sind.
hat vielleicht entfernt auch was mit Schnittstelle zu tun. Und zwar geht es um die LAN-TAPI-Knöpfe im Werkstattplaner und in der Belegmaske, die ich ganz spannend finde würde. Wenn du nämlich jetzt auf den Belegkopf links klickst, mal, dann hast du normalerweise vom Kunden hier eine Mobilnummer und eine Telefonnummer sichtbar, aber die kann man nicht anwählen. Ich fände es super, wenn man das anwählen könnte mit diesem grünen Telefonsymbol. Ja, TAPI-Schnittstelle, ne? Ja, genau. Weil ja, wenn du jetzt oben rechts auf den Kunde drauf gehst, dann hast du die Möglichkeit, also oben links meine ich, Entschuldigung. Wenn das eingerichtet ist, dann habe ich die Möglichkeit, hier direkt auszuwählen, ja. Ja, genau. Und so wähle ich eigentlich jeden Tag, aber immer diesen Schritt da rein und wieder raus ist ein bisschen störend. Also ich fände es cooler, wenn man das direkt da integrieren könnte. Okay. Gut, dann nehmen wir das gleich mit. Ich glaube, der Carsten Bonde hat eh schon zugehört. Der macht das bestimmt heute Abend noch fertig, dass wir das auch im Belegkopf dann noch mit übernehmen können. Macht natürlich Sinn. Und wenn du gerade nochmal den Schritt... Bitte? Wenn du gerade nochmal den Schritt zurückgehst, bitte, auf Abbrechen, dann hast du ja jetzt auch dieses Briefsymbol beim Mail da stehen, ne? Ja. Und wenn du das jetzt klickst, passiert nichts, weil dein Kunde hat jetzt keine E-Mail-Adresse hinterlegt, aber auch wenn der einen hinterlegt hat, passiert an der Stelle nichts. Wofür ist dieser Button? Ja, eigentlich sollte er schon für die E-Mail sein, ne? Schauen wir mal eben ganz kurz. Ich gehe mal einmal kurz auf diesen Weg hin, nur einmal kurz testen. Das würde funktionieren. E-Mail-Client wird gestartet, zack, okay. Ich mache mal schnell einen Beleg anlegen, damit wir einfach nur einmal in den Belegkopf reinkommen. Dann nehme ich irgendein Fahrzeug, ist ja völlig wurscht. So, jetzt prüfen wir es mal. Also bei mir scheint das zu funktionieren. Ich kann was dazu sagen. Ja, Carsten, gerne. Ich habe gerade im Programmcode nachgeguckt. Er guckt nach zwei Sachen. Als erstes braucht er eine E-Mail-Vorlage, also die muss hinterlegt sein. Ah, okay. Und anschließend muss auch dann die E-Mail-Adresse ermittelt werden können, also was du gerade als Auswahl eben hattest. Und stimmt. Und unten links, das ist die E-Mail-Vorlage halt. Und die muss man vorher irgendwo festlegen. Ich glaube, unter Stammdaten ist es irgendwo. Ja, zeige ich Ihnen kurz. Das nur. Also unter Stammdaten, Programmeinstellung. Jetzt muss ich allerdings auch wieder ein bisschen luschern. War das? Soll ich das ist immer. Weitere. Layout, genau. Ja, da geht's los, ne? Rechts unten. Da auf Bearbeiten, genau. Dankeschön. Wer war das gewesen? Matthias. Das ist der Matthias. Ja, danke, Matthias. Daumen hoch. Alles klar, danke dir. Wenn wir uns mal nächstes Mal sehen, gebe ich ein Bier aus, Matthias. Dann habe ich nochmal eine Frage dazu, weil das ist spannend. Was ist nötig, hardwaremäßig, um aus Kfz-Win raus telefonieren zu können? Weil das ist schon interessant. Ja, TAPI, ja, da, ne? Genau, es muss ja eine sogenannte TAPI-Schnittstelle eingerichtet sein. Nur ich denke mal, also ich bin jetzt raus, was dieses Thema betrifft. Ich weiß nicht, wie es Tom sieht, weil das geht wieder zu ins Technische rein. Und seien Sie mir nicht böse, aber ich bin zwar so ein bisschen technikversiert, aber das geht für mich zu weit, bin ich ganz ehrlich. Tom, das wäre tatsächlich ein Thema für sich. Müssen wir ja auch nicht abschließend klären, das ist ja kein Ding, aber man muss zumindest eine Telefonanlage haben, die das umsetzen kann. Die das unterstützt, diese ganze TAPI-Geschichte nämlich, genau. Ansonsten kann man auch TAPI... gab mal eine kostenlose Version, kann man sich runterladen. Das funktionierte auch, aber die meisten TAPI-Funktionen musste heute kaufen. Und die sind nicht gerade ganz günstig, sage ich mal, für so einen Komfort, den man sich da leisten möchte. Ich habe das jetzt gerade vor 4 Wochen durch. Ich habe es einfach nicht gekauft. Es ist natürlich unheimlicher Luxus, zumal das von allen Geräten geht. Aber die wollen da mittlerweile auch richtig gut Geld für haben. Eine Frage hätte ich an den Kollegen. Eine Daumenbreite mal geben, welche Kosten in etwa entstehen bei so einer TAPI-Schnittstelle? Naja, ich denke mal,
das läppert sich, weil das nach Anzahl der Geräte geht. Mhm. Und für eine kleine Firma ist das, kommen dann schon mal schnell so 40 Euro im Monat zusammen. Ne? Okay. Das ist ein ganz schöner Schluck, also finde ich, nur um jetzt diesen Komfort zu haben. Es gibt vielleicht auch auf dem Markt irgendwelche Schnittstellen, die freigeschaltet sind, kostenlos. Auch das haben wir schon hinter uns. Da kommt dann aber irgendwie nach 14 Tagen so jetzt zur Kasse bitte. Wäre ich so ein bisschen vorsichtig in der Einrichtung. Ja, okay. Also das würde mich jetzt doch mal weiter interessieren, was du da für einen Dienst benutzt für 40 Euro im Monat, weil eigentlich kann Windows das ja mit Bordmitteln machen, über den Dialer, also den Diala. Dafür braucht man eigentlich nur diese, also ich habe jetzt hier eine Auerswald-Telefonanlage. Und ich wollte gerade sagen, das ist Auerswald, ne? Hm. Ja, die unterhalten sich nämlich mit Windows, da gibt es einen speziellen Treiber. Und ich habe mich da auf den Kopf gestellt, weil als die Funktion reingekommen ist, habe ich versucht, meiner Fritzbox das beizubringen. Ja, genau, habe ich es auch. Es gab eine ganze Zeit lang einen Treiber für die Fritzbox, der auch die TAPI-Funktionalitäten zur Verfügung gestellt hat. Das ging dann irgendwann nicht mehr. Die haben sich jetzt eine eigene proprietäre Schnittstelle gebaut, die tadellos funktioniert, aber die halt absolut nichts mit TAPI zu tun hat. Weil bei dem TAPI ist das Problem, und das kann halt nur die Auerswald mit ihrem eigenen Treiber dann halt richtig gut, wenn man es über das Windows raus macht. Ich muss ja wissen, welches Telefon soll klingeln. Ja, mein Computer gibt ja den Ruf an eins von den angeschlossenen Nebenstellen von der Auerswald halt raus. Das Telefon muss klingeln und ich muss da abnehmen und der Ruf ist dran. Und genau diese Endgerätezuordnung, das ist wahrscheinlich eher so das Schwierige, weil wenn ich jetzt ein Headset an einen Rechner anschließe, dann kann ich mir einen TAPI-Treiber runterladen, fertig. Aber dass dann halt genau das Telefon an meiner Telefonanlage klingelt mit dem Ruf, den ich gerne haben möchte, das ist so ein bisschen tricky. Richtig. Naja, du hast recht, mit der du musst das Gerät auswählen da bei Windows. Du kannst ein Gerät auswählen oder eine ganze Gruppe auswählen. Also wenn du jetzt die Bürogruppe hast oder die Werkstattgruppe, so habe ich es bei mir gemacht. Aber die neuen Auswahltelefone zum Beispiel, ich habe hier so ein D400, das hat so ein Action-URL und da wählt das Telefon, sobald du auf den grünen Hörer in Kfz-Win klickst. Also da musst du nicht nochmal aktiv werden und den Hörer heben, sondern es wählt. Das ist aber eine Auswahl-Funktionalität. Das ist genau das Problem. Ich brauche eine Auswahl-Telefonanlage, damit das funktioniert. Das ist ja genau. Gut, das ist richtig, leider. Die Folie aufnehmen und auch die Telefonanlagen mitverkaufen. Wäre zu überlegen. Gute Idee. Wobei man mal sagen muss, die Auswahltelefone sind ja recht gut. Okay, also, ja, das ist natürlich ein Thema, was dann die Technik-Spezies untereinander besprechen müssen. Da sind Olli und ich wahrscheinlich beide raus. Es gibt sowas in Kfz-Win vom Prinzip her. Wir haben da was, ja, aber ganz alleine geht es nicht. Wir brauchen immer noch einen zweiten, einen dritten Anbieter mit dafür. Im Detail vielleicht, wenn der Bedarf sein sollte, dann müssen wir da nochmal die Kollegen aus der Technik mit dazu nehmen. Ja? Wenn das so sein sollte, gerne auch nochmal in den Chat reinschreiben, dann notieren wir das mit. Gut, haben wir sonst noch was jetzt aktuell, was heute noch dringend geklärt werden muss? Ich habe mal kurz eine Frage, und zwar gerade weil das Fenster offen ist mit E-Mail. Ich habe ein paar Kunden, die haben mehrere E-Mails, und da muss ich die Rechnung immer an verschiedenen. Wie kriege ich denn das hin, dass ich da unten mehrere E-Mails drin kriege und die dann auswählen kann? Also, Kunde aufrufen, auf der rechten Seite auf Ansprechpartner klicken und hier die Ansprechpartner hinterlegen mit der E-Mail-Adresse. Und wenn ich dann hier auf das Briefsymbol klicke, dann bekomme ich auch hier die Auswahl. Gut, super, danke. Sehr gerne. Hat jemand sonst noch was? Offensichtlich für heute nicht mehr. Die Fragen kommen dann meistens morgen, ne? Ist schon klar. Ja, dann würde ich eins noch, Olli, dich bitten, und zwar, wenn du vielleicht nochmal den Link für den nächsten Stammtisch in den Chat auch schreibst. Letztes Mal habe ich es ja so gemacht, dass ich alle Teilnehmer nochmal direkt angeschrieben habe. Das kann und werde ich nicht jedes Mal tun, deswegen jetzt auch nochmal der Hinweis, wo kann man sich anmelden. Ja. Entweder in dem Link, den wir gerade rumschicken, auf der YouTube-Seite. Oder hier über Kfz-Win, wenn Sie dann die neueste Version haben. Angesprochen haben wir schon, morgen kommt das neue Video zur Mitarbeiter- und Benutzeranlage. Da gerne mal ausprobieren, gerne auch Feedback an uns, wenn da irgendwas nicht so passt oder anders hätte sein sollen. Ansonsten denke ich, machen wir für heute langsam Feierabend.
Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Uns hat es auch sehr gefreut, dass viele Kollegen wieder dabei waren, aus dem eigenen Haus, sowohl auch aus den Partnerhäusern von den Großhändlern. Ich denke, das ist für alle ganz fruchtbar, was wir hier tun. Es wäre schön, wenn es noch ein paar mehr werden. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, wenn Sie uns auch weiterempfehlen. Ansonsten, Olli, übergebe ich an dich fürs Schlusswort. Ja, ich bin gerade dabei, den Link rauszusuchen, aber irgendwie will gerade mein System nicht. Aber jetzt einmal schnell rauskopieren. Ich werde den jetzt einfach mal unten in den Chat reinhauen. Dann sollten eigentlich alle den lesen können. Ja, ich denke mal, ich habe ihn jetzt mal veröffentlicht. Ich hoffe, dass alle das noch sehen können, diesen Link. Der führt dann zur Anmeldeseite für das nächste Seminar in 2 Wochen, 11. Februar. Ja, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank für die ganzen Anregungen, die Fragen, die ich mir aufgenommen habe bezüglich zu den entsprechenden Kunden. Da werden wir, ich, Tom, uns auch mit dem Support in Verbindung setzen, sodass Sie auch dort in diesem Fall auch einen Rückruf erhalten und dann auch die Probleme, die kleinen Sorgen schnell behoben werden können. Ja, aus meiner Sicht wieder, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch, bleiben Sie gesund und in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Dankeschön. Danke, ja, bleibt gesund. Jo, ja, immer ciao. Schön negativ bleiben. Oh, ciao, war super. Dankeschön. Schönen Abend. Schön, Dankeschön. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao.